Schalte es live. Geile Show. Also jetzt müsst ihr mir ein bisschen helfen, mal von allen. Was für ein Tor kommt jetzt? Nochmal. 1, 2, 3. Genau das. Konstanze Kurz, Frank Rieger, Linus Neumann. Viel Spaß. Test. Oh, ich glaube, wir müssen uns zuerst bedanken, weil ich glaube, die Animation ist echt der Reißer. Vielleicht haben ja einige von euch die noch nicht gesehen. Ja, ja, ich dachte auch, ihr würdet noch mal klatschen. Ich weiß nicht.
einladen. Viel Spaß. Ja, wir wollen auch nicht irgendwie den Ruhm für dieses sehr geile Video einstecken, aber war wohl nicht verkehrt, das ein zweites Mal zu zeigen, war ja noch besser. Ja. Wir werden allerdings jetzt keinen Rückblick machen über die letzten 30 Jahre oder noch länger, sondern wir blicken nur auf das Jahr 2013. Und vermutlich wird es euch so ähnlich gehen wie uns, wenn wir den immer so vorbereiten, fällt uns immer noch eine Menge auf, was man übers Jahr vergisst. Und so ein bisschen ist der Jahresrückblick auch immer eine Art Rechenschaftsbericht, aber hoffentlich nicht, soll halt nicht klingen wie ein Bericht. Wir wollen einfach auch ein bisschen sagen, was sind die Aktivitäten des Clubs und Bewertungen. Und traditionell
während ihr auch was sagen dürft. Ne? Also was Constanze eigentlich sagen wird, wir haben bestimmt wieder eine ganze Menge Sachen vergessen. Ja. Da werden wir euch im Anschluss dann noch daran fragen, was wir alles vergessen haben. Eines der Dinge, die uns bei der Vorbereitung aufgefallen sind, ist, dass dieser Club so groß geworden ist und so viele Aktivitäten entfaltet hat, dass selbst wir, die nun relativ viel damit zu tun haben, den Club nach außen zu vertreten, schlicht nicht mehr alles mitbekommen und auch nicht mehr alles sehen können. Und deswegen sind wir dann darauf angewiesen, dass ihr am Ende mithelft, diesen Rückblick so halbwegs komplett zu machen. Genau, der Fokus liegt schon immer so ein bisschen auf den Aktivitäten des bundesweiten CCC und auch so ein bisschen auf den NGO-mäßigen Aktivitäten. Drückt sicherlich nicht nicht zu einem guten Prozentsatz aus, was in den vielen ERFAs passiert, sondern mehr, was so bundesweit über die Öffentlichkeitsarbeit läuft, für die wir ja in gewisser Weise auch stehen. Wir haben übrigens aktuell, wir haben gerade mal nachgezählt, 24 ERFAs. Und mehr als doppelt so viel Chaos-Treffs. Und wenn sich das hier mal so anhört, als wenn nur die Aktivitäten des bundesweiten CCC sind, so ist es eben, was die Öffentlichkeit mehr interessiert. Aber die eigentlichen echten Projekte laufen natürlich in viel größerer Anzahl in den verschiedenen regionalen Städten und ERFAs. Und wir fangen. Du hast ja selber ein Mikro. Ja. Ich wollte darauf hinweisen, dass heute jemand fehlt, der hier immer sein sollte bei uns. Ja, wir sind ja traditionell hier eigentlich auch zu viert, aber wir haben ein Team aus unserem Sprecherteam, der kümmert sich sehr intensiv um den Hacker-Nachwuchs, gerade extrem intensiv. Und wir wollen ihn hiermit grüßen und er wird... Also er lässt ausrichten, er liegt mit zwei Mädels im Bett. Ja, wie immer, ihr könnt euch euren eigenen Reim daraus machen. Generell vielleicht, wir haben unser Team, was sich mit der Öffentlichkeitsarbeit beschäftigt, vergrößert. Das freut uns eigentlich ziemlich sehr. Schon deshalb, weil wir auch die Berlin-Zentriertheit des Presseteams verändern wollten, schon länger. Und jetzt haben wir sozusagen einen der Sprecher in Hannover und in Hamburg, sodass wir also nicht mehr nur in Berlin die Sprecher haben, das freut uns eigentlich. Ja, und wir sind mehr und können uns mit den gestiegenen Erwartungen hoffentlich ein bisschen weniger zeitaufwendig auseinandersetzen. Wer das nicht weiß, jegliche Arbeit in dem Presseteam ist ebenso wie die anderen Arbeiten natürlich ehrenamtlich. Deshalb kommen wir mal zu den... noch was anderes sagen. Wir sollten Full Disclosure machen. Wir machen ja einen Jahresrückblick traditionell früh morgens, irgendwie war so gegen 6 oder so immer. Oder 11 oder so, ich weiß nicht. Also jedenfalls eigentlich vorm Aufstehen. Da ist es immer so, dass man üblicherweise das Publikum erst so aus der Lethargie reißen muss. Ja. Also die ersten 20 Minuten machen die eigentlich keine Geräusche, außer mal husten. Und jetzt abends ist es ein bisschen anders, daran müssen wir uns noch gewöhnen. Wir freuen uns, dass ihr alle noch wach seid. Oder schon. Und ich glaube, den Grund dafür können wir auch nennen. Wir haben das in den Abend gelegt, weil wir es mit unserem Gewissen nicht vereinbaren konnten, irgendetwas aus dem Programm zu nehmen, um den Jahresrückblick zu halten. Ja. Und ich bin ziemlich stolz auf das Programm. Wir haben wirklich im Content-Team, mit dem auch dieses Jahr ein bisschen größer war und sehr viele, über 350 Einreichungen hatte, so hart um diese Vorträge gekämpft, dass wir letztlich den Rückblick ins Nachtprogramm geschoben haben, um einfach zwei Slots mehr zu haben, weil wir so Schwierigkeiten hatten beim Ablehnen von Vorträgen. Aber es war auch nicht so uneigennützig, dieser Frühmorgens- und Sechstermin hat uns ja nie so wirklich, jedenfalls kommen wir auch traditionell zuerst zur Mitgliederentwicklung und wir müssen dieses Jahr sagen, es gab einen großen Zuwachs. Wir sehen hier die Anmeldungen pro Woche bis so Anfang Dezember und jetzt müsst ihr natürlich euch beteiligen, ihr seid ja schon alle wach. Wo kommen denn diese Ausschläge her? Na, Vorschläge? Genau, also wir sehen eine dicke Welle sozusagen ab dem Juni. Wir haben tatsächlich eine Snowden-Eintrittswelle. In dem Sinne, dass ich die auch als unterstützend verstehe. Ja. Kann man so sagen. Und ja. Aber das sind ja nicht alle Peaks. So, wo kommen denn die anderen her? Ja, bitte? Also der Kongress ist der Peak ganz links, ne? Das ist schon klar. Also... Ja, das sind die glauben, die können den Eintritt sparen, aber zu spät dran sind.
Das ist übrigens die Mitgliederzahl von den zahlenden Mitgliedern. Wir können leider nicht offenlegen, wie viele Mitglieder wir noch haben, die nicht regelmäßig ihre Beiträge zahlen. Ich kriege so einen Zettel auch immer. Wir bitten nach dem Mahnlauf, die Überweisungen vorzunehmen. Also, ist ganz einfach, wenn ihr da nächstes Jahr viel größere Zahlen sehen wollt, einfach den Mahnlauf nicht ignorieren. Also einfach bezahlen und dann wird die Zahl da größer. Ist doch toll, oder? Okay, wir haben da noch einen kleinen Peak im Mai, über den reden wir gleich. Aber wir haben da vor allen Dingen noch den größeren Peak im September. Na, wer rät's? Nee. Ach, wir können ja auch später erwähnen, oder? Ah, da kommt man ja wohl drauf. Ich hab's gerade schon gehört. Bitte? Das war jetzt, bis jetzt hat eine Person richtig gesagt, aber sind noch ein paar mehr hier? Ja, warte mal, aber könnten schon die Bundestagswahlen sein, vielleicht liegen wir total falsch. So aus Frust über das Wahlergebnis haben die sich alle irgendwie gedacht, so jetzt machen wir mal einen Mitgliederantrag aus. Also wir sind keine Partei, wollen wir hier mal sagen, ne? Also wenn ihr es nicht erratet, dann kommen wir später darauf und ihr werdet euch dann alle an den Kopf fassen und sagen, ach so, natürlich. Dankeschön, genau. Der Fingerprint-Hack des iPhones. Genau. Apple-Geräte kaputt machen bringt Mitglieder. Jetzt wisst ihr auch, was wir nächstes Jahr tun werden. Wir wollten ja über den kleinen Peak im Mai nochmal sprechen. Da haben wir jetzt nochmal eine Übersicht, wie man das jetzt so pro Tag sieht, und da sieht man diese Anomalie. Ich habe noch mal eine kleine, damit man es auch sieht, ja. Die Mai-Anomalie, die hat uns natürlich interessiert, warum haben wir im Mai, da war nichts und so, und wir haben rausbekommen, dass das KIT ist die Kontaktstelle für Information und Technologie an der TU Kaiserslautern. Die sind komplett eingetreten im Mai, was uns sehr freut. Also Grüße an die TU Kaiserslautern, wir mögen euch auch. Dabei haben wir irgendwie, weil wir auch nicht wussten, was ist so KIT an der TU Kaiserslautern, das wissen ja vielleicht einige, wir wussten es nicht, da haben wir mal auf die Webseite geguckt und da haben wir festgestellt, die sind auch offenbar kollektiv angereist. Also die haben ihre ganze KIT geschlossen. Fanden wir eine schöne Solidarisierung. Also generell lässt sich natürlich feststellen, dass wir über die Jahre, wir haben ja normalerweise immer so die Grafik von irgendwie weniger als 100 Mitgliedern bis heute. Wir haben nach wie vor einen Mitgliederzuwachs, der moderat ist, aber ganz angenehm und der immer auch die Austritte weitaus überwiegt. Davon ist natürlich, sind die meisten Mitglieder, wie schon in den Jahren davor, eher Unterstützende, also nicht unbedingt alle Aktivisten. Und was man natürlich dazu sehen muss, ist, das sind halt nur die Mitglieder im CCC e.V. Dazu kommen ja noch mit größeren Überschneidungen auch noch die Leute, die sich in den einzelnen AFAs und Chaos-Treffs und so in den Städten und Dörfern, wo es die gibt, engagieren. Und also war ja mal so die Frage so, muss ich dann Mitglied im CCC e.V. werden, um mitzumachen? Und so, und die Antwort ist halt immer, nee, natürlich nicht. Wenn du Lust hast, klar, gerne. Die Mitgliedsbeiträge werden gut angelegt, zum Beispiel in solche Kongresse wie diesen hier. Und wir versuchen natürlich auch, ja, so ein bisschen Mitgliederservice zu machen, aber der eigentliche Spaß und das eigentliche Aktivitätsgeschehen. Vereinsleben ist das Wort, was du suchst. Nee, eben nicht. Also vielleicht müssen wir nochmal dazu zur Entstehungsgeschichte was sagen. Also der Chaos Computer Club stand ja 1984 bei seiner Gründung vor einer schwierigen Entscheidung. Es gab halt zwei Optionen. Entweder kriminelle Vereinigung. Oder eingetragener Verein. Und die Gründungslegende geht so ein bisschen auseinander, ob die Entscheidung für eingetragener Verein aus steuerlichen Gründen erfolgt ist oder aus Gründen der allgemeinen Annehmlichkeiten. Wir sollten vielleicht auch nochmal sagen, wir haben ja schon erwähnt, also es gibt 24 AFAs, die ja in besonderer Weise auch unterstützt werden, besonders bei den Mieten und so weiter. Und die Größten sind auch nach wie vor Berlin, Hamburg und Köln, aber sehr aufgeholt dieses Jahr hat München, ist also arg am Wachsen.
obwohl wir ja, wie in den Jahren davor, keinerlei Mitgliedswerbung machen. Dann, wo wir schon bei Statistiken sind, dann wollen wir ein bisschen offenlegen, was so auf uns niederprasselt. Es ist doch erstaunlich viel. Wir haben gerade mal nachgeguckt. Wir hatten in den letzten 365 Tagen 8.973 Anfragen an presse@ccc.de für ein Team von jetzt 11 Leuten. Das ist also schon heftig. Davon muss man noch ungefähr, ich würde mal sagen, so 12-13% abziehen, was Spam ist. Der restliche Spam wird schon vorher irgendwie aussortiert. Und es ist so etwa, außer den normalen Presseanfragen nach allem, was man sich vorstellen kann, auch noch so etwa 1-2 Vorträge pro Woche, die an uns als Wünsche herangetragen werden. Also es ist schon noch mal mehr geworden. Ich würde mal sagen, ungefähr ein Viertel mehr als letztes Jahr. Also ja, eher ein Drittel, ja. Also die, und das sind nur die Sachen, die per Mail reinkommen. Ne? Parallel dazu klingeln halt noch dauernd die Telefone, was auch irgendwie zwischendurch gerade bei dir ganz schön lästig wird. Also die, sagen wir, das Volumen ist relativ groß, nur so mal für die anwesenden Journalisten, falls sie sich fragen, warum sie auf presse@ccc.de nicht immer sofort eine Antwort bekommen, das erklärt es vielleicht so ein bisschen. Ja, und auch die Anzahl der Beschwerden, dass wir nicht sofort und naja, also die... Die Beschwerden sind natürlich in den Zahlen jetzt drin, ne? Das leuchtet euch ein. Ja, also da ist die Vergrößerung des Presseteams ist einhergegangen mit der Vergrößerung der Anfragen. Wir wollten auch mal ein bisschen offenlegen, wie es bei dem Chaos Updates, ja, Twitter ist. Der Twitter hat ja alle Pressemitteilungen in der Regel, und aber auch so Nachrichten aus den RFAs. Und man sieht, dass wir so im Schnitt, wir fanden die Zahlen so hübsch, 2,3 Tweets pro Tag und 42 pro Monat ist wirklich keine Absicht. Das, und die Retweet-Quote ist eigentlich gering, weil wir da im Wesentlichen, also sozusagen, ja, offizielle Meldungen raushauen und da auch so wenig, also weniger Retweet haben. Aber interessant sind noch die Art der Retweets, ist insbesondere Jabber. Das mag daran liegen, dass man häufiger retweeten musste, das leider, also Jabber gerade mal nicht geht. Wahrscheinlich viermal der Tag. Also falls sich jemand fragte, warum geht Jabber eigentlich nicht, es gibt da natürlich technische Gründe. Aber einer der Gründe ist, dass wir eigentlich gerne wollen, dass ihr nicht alle auf jabber.ccc.de seid, sondern eure eigenen Jabber-Server betreibt. Das haben wir auch versucht, praktisch in die Tat umzusetzen, und haben also mal irgendwann im Laufe des Jahres, ich glaube, es war so Ende des Sommers oder so, dann haben wir mal auf den Jabber-Server vom CCC Darmstadt hingewiesen. Und dann natürlich sind die, also da war gerade Jabber.ccc.de down, überschwemmt worden mit Anfragen, haben sich natürlich dann beschwert, dass das vielleicht doch ein bisschen viel war. Naja. Also Dezentralität fördern, ne? Ist ja auch eine der Dinge, die wir in der Hackerethik haben. Also wir brauchen viele Jabber-Server, die miteinander reden. Also wenn ihr gerade noch nichts zu tun habt und seid und euch denkt, was könnte ich denn noch so betreiben? Ein Jabber-Server ist eine super Idee. Ja. Wissen wir ja nicht zuletzt auch. Egal. Wir retweeten natürlich auch irgendwie so lokale, klar, RFAs. Mittlerweile haben, glaube ich, alle eigene, also das ist ja eine ganze Schar. CCC, also @ccc ist der für Events, der jetzt auch viel benutzt wird. Dann aber auch natürlich mal Chaos Radio oder Pipponi ist insbesondere der Vertreter der Schweizer CCC, also so ein bisschen ist es Family Retreating, das muss man wohl so sagen. Wo wir schon bei Social Media sind. Es gibt Dinge, die wir auch nicht tun, ne? Also dazu muss man ja sagen, uns wurde ja immer wieder vorgeworfen, ja, ihr müsst doch auf Facebook sein, weil alle sind auf Facebook. Und wir haben gesagt so, nein. Und dann haben alle gesagt, aber jetzt sind doch schon alle auf Facebook, warum seid ihr nicht auf Facebook? Wir haben gesagt, nein. Und dann haben alle möglichen Leute angefangen, CCC-Accounts auf Facebook anzulegen. Und gesagt, witzig. Nein. Und wir haben die immer wieder löschen lassen. Mittlerweile haben wir da keinen Bock mehr drauf. Echt eine Prozedur ist übrigens. Ja. Also mittlerweile haben wir da keinen Bock mehr drauf. Es ist halt einfach zu anstrengend. Deswegen, wenn ihr da irgendwie CCC-Accounts auf Facebook seht, sind wir nicht so... Das sind doch lustige, skurrile Mischungen eigentlich. Also die übernehmen natürlich die offiziellen Meldungen, manchmal den Twitter-Feed, aber auch ab und an, also bizarre Hobbys. Blogs, so.
die nicht immer aus unserem Umfeld sind. Also wir wissen noch nicht, wer die betreibt. Wir haben nur eigentlich keine Lust mehr durch dieses Facebook-Klick-Formular-Zeug da jedes Mal, weil die tauchen natürlich nach einem Tag wieder auf. We are not on Facebook and this is a political message. Okay, dann... Er ist der Applaus ein bisschen verhalten. Ich weiß ja nicht, ob es euch auch so gegangen ist. Mir geht es ja seit dem Juni immer so, dass ich mir noch da Menschen begegne, die sich immer erst so winden und entschuldigen. Ich musste lachen, als Glenn Greenwald diese Story erzählte bei der Keynote, weil da erlebe ich auch. Leute fangen an, sich zu entschuldigen für ihre Gmail-Accounts. Ja, und so. Ich habe den ja noch, aber nicht mehr lange. Deswegen war der Applaus hier wohl von denen, die sich so ein bisschen, naja. Na, los, Hände hoch, wer hat noch einen Facebook-Account? Das ist ja nicht so wenig. Wenn man das in einer normalen Schulklasse oder vor meinen Studenten macht oder so, dann heben sich immer alle hin. Ne? Also insofern, hey, das war eine andere Sache. Ihr habt einen Vorsatz fürs neue Jahr, ne? Also, ist klar. So, 1. Januar. Da ist noch eine andere Sache, also wer uns über Social Media folgen will für sozusagen die offiziellen Verlautbarungen und die Pressemitteilungen, da haben wir natürlich auch bei Diaspora und bei Twitter auch Accounts, die einfach weiter pipen. Also wir versuchen das auch praktisch in die Tat umzusetzen. Okay, so, genug der Vorrede. Wir machen das üblicherweise so, wer beim Jahresrückblick noch nicht vorbei war, wir gehen da jetzt so durch die Monate durch. Und wir haben da immer auch so eine Januar-Anomalie. Im Januar müssen wir uns immer alle ausruhen und da gibt es eigentlich kaum Aktivitäten im Club, außer ausruhen eben. Und es war auch 2013 so. Das heißt, wir beginnen im Februar, wir lassen da jetzt nichts Besonderes weg. Wir werden einiges weglassen, weil wir nicht euch bis um 4 Uhr früh belästigen wollen, sondern wir versuchen uns zu fokussieren auf die Dinge, die am spannendsten waren, die eine Resonanz hatten oder die irgendwie lustig waren oder so. Okay. Ja, eines der Dinge, die wir immer wieder gerne in den Vordergrund rücken, ist die Frage nach Transparenz von staatlichem Handeln und den Zugang für alle zu möglichst vielen Daten von Behörden, um ja, Politik und Beamtentum auch im Zweifel zur Rechenschaft ziehen zu können. Genau, wir haben da sozusagen, wir haben es so ein bisschen zusammengezogen jetzt, weil im Februar hatten wir eigentlich gleich zwei Meldungen. Und eine ist eine klassische Lobbyarbeit, in diesem Fall im niedersächsischen Parlament, wo auch um die Fragen, wie jetzt in vielen Landtagen geht, wie man irgendwie Open Government jetzt konkret gestaltet. Und da gab es eine Stellungnahme, es gibt aber gleichzeitig auch noch im selben Monat eine gemeinsame Erklärung, da ja die Bundesregierung mit einem Portal gestartet ist, an dem sich auch Bundesländer beteiligen. Und da war natürlich die Frage, ob man tatsächlich der Open oder der wirklichen Definition von Open Data folgt oder nicht und was daran zu kritisieren ist. Und mir scheint, dass im ganzen Jahr eigentlich diese, ja, Gov-Data-Debatte oder generell, wie man in den Bundesländern oder im Bund mit diesen Daten umgeht, einen neuen Schwung bekommen hat. Ich glaube aber, dass dieser Schwung mit der übergroßen Koalition ziemlich weg ist. Denn wenn man sich im Koalitionsvertrag da mal umsieht, ist da nicht mehr so sehr viel von zu finden. Das hat aus meiner Sicht auch einen anderen Grund. Wir wissen ja, der CCC hatte sich ja daran beteiligt und wir haben in den letzten Jahren immer davon erzählt, dass ja das Informationsfreiheitsgesetz auch auf eine neue Ebene gehoben wurde. Also diese ganze Frage der Informationsfreiheit, nämlich mit dem Transparenzgesetz in Hamburg. Und tatsächlich hat sich ja in Hamburg gezeigt, gerade hier gibt es ja so ein paar Probleme mit dem Transparenzgesetz, in der Umsetzung natürlich und auch in der Behördenkultur. Und mir scheint so ein bisschen, dass in den Bundesländern, die ebenfalls diesen Weg gehen wollten, wie zum Beispiel Rheinland-Pfalz, aber auch andere, die gucken sich jetzt gerade alle so an, na, wie wird es wohl? Also das ist so eine abwartende Grundhaltung und auch deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass wir uns positionieren. Eines der Dinge, die wir da auch immer wieder betonen, ist natürlich die Frage, wem nutzen solche Open-Data-Projekte und wer sind, also nutzt es am Ende den Bürgern oder, wie wir es auch schon an einigen Stellen gesehen haben, nutzen solche Open-Data-Projekte weniger Bürgern als zum Beispiel Immobilienspekulanten oder anderen Leuten, die halt auf diese Art und Weise an Daten schneller und billiger rankommen, um Geschäfte zu machen. Und das ist, denke ich mal, auch so eine Diskussion, die wir führen müssen, dass also wir nicht einfach nur blind sagen, Open Data, alles prima, sondern dass wir auch
darauf achten sollten, dass wir unsere Energie darauf verwenden, insbesondere die Daten frei zu bekommen und auch elektronisch lesbare frei zu bekommen, die tatsächlich politischer Partizipation dienen. Und es gab dann noch gleich ein ganz konkretes Projekt. Es ist eins von ganzen Mengen, also es gibt mehrere Open-Data-Projekte ganz konkreter Art, die im Club passieren, aber einen haben wir dann mal zum sozusagen Grundgesetz-Geburtstag gefeatured und auch auf ccc.de gehoben. Das hat einen langen Vorlauf. Über ein Jahr wurde sozusagen an dieser Plattform gefrickelt, die kann man auch bei GitHub forken. Und war eine Idee, mal sozusagen ein praktisches Projekt zu machen, in dem genau die Principles, also die Open Data Principles, auch umgesetzt sind in allen Punkten. Also was man da tun kann, ist sich halt die Entwicklung des Grundgesetzes angucken, was wann geändert wurde, mit welchen Mehrheiten und welche, also wie sozusagen der Kanon dieses Grundgesetzes über die Zeit entstanden ist und sich entwickelt hat. Das ist auch ein sehr schönes Abbild der jeweiligen Zeit und der politischen Diskussionen der Zeit, weil so oft war es ja nicht, dass das Grundgesetz geändert wurde, aber wenn es dann geändert wurde, dann war es meistens eine Reflexion des Zeitgeistes wie sonst wenige Dinge. Aber das ist letztlich halt auch nur ein Beispiel und man kann halt mit der Software weiterarbeiten und hat auch einen expliziten Aufruf zum Mitmachen und Forken. Ja. Gut, dann sind wir auch im Frühjahr ins politische Leben eingestiegen. Es gab in der Frage der Biometrie, mit der wir uns ja seit vielen Jahren beschäftigen, ja, eine Anhörung vom EuGH, die hat eine längere Vorgeschichte. Ich muss das kurz erklären. Die haben mir, also ich bin keine Juristin, ja, die haben mich in diese Robe gesteckt, war sehr erheitert. Also es war auch nichts zu machen, ich musste in diese Robe. Denn der EuGH in Luxemburg hat so eine, ein sogenanntes französisches Protokoll. Und da sich niemand wirklich einigen konnte, ja, muss ich in diese Robe. Anyway, das Verfahren ist insofern interessant, dass es wirklich viele Jahre über den Verwaltungsgerichtsweg vorangetrieben wurde. Ein einfach aktivistischer Mensch, der keinen Bock hatte, seine Fingerabdrücke abzugeben, hat das Stück für Stück über sozusagen Gelsenkirchen und die verschiedenen Verwaltungsgerichte hochgetrieben, bis ein Verwaltungsgericht das vorlegte von den Europäischen Gerichtshof. Das heißt, die ganze Fragestellung, die der hatte in seiner Beschwerdeschrift oder ja, seitenlangen Argumentation gegen diese Aufnahme der Fingerabdrücke, wurde dann, weil so viele verfassungsrechtliche und europarechtliche Fragen waren, auch ob überhaupt diese Richtlinie, mit der ja die Biometrie in den Pässen begründet wird, überhaupt rechtmäßig ist, wurde dann vorgelegt, weil die Fragen eben ganz grundsätzlicher Art waren. Und es zog sich, ich denke, etwa 5 Jahre, wenn ich mich nicht täusche, wie sich dieser Weg hinzog. Denn zwischendurch gab es noch, hat er auch noch eine Untätigkeitsklage, jedenfalls so ähnlich heißt es juristisch, gegen das Verwaltungsgericht, weil die einfach so lange nichts gemacht haben, erfolgreich durchgezogen. Also der hatte wirklich, ja. Das ist halt ein Beispiel für möglichen Widerstand gegen solche Überwachungstechnologie wie Biometrie auf juristischem Wege. Also wir haben ja immer mehrere. Also das ist auch ein Jurist, der Mensch. Der heißt ja. Michael Schwarz, sollten wir mal sagen. Ja. Und solche Widerstand auf der juristischen Ebene erfordert ja immer ein bestimmtes Mindset. Man braucht halt sehr viel Geduld. Und auch einen harten Willen zum Durchhalten. Das ist also der mit Abstand immer doch der schwierigste und langwierigste Weg, Dinge zu verändern. Und man kann halt leider auch Pech haben, ne? Also wie halt auch leider in diesem Fall. Bevor wir zu dem Ergebnis kommen, müssen wir vielleicht noch folgend erwähnen. Die Bundesregierung war in der Frage der Biometrie in den Pässen durch das Bundeswirtschaftsministerium vertreten, was aus meiner Sicht Bände spricht. Und, also um es nochmal zu erklären, warum. Die Regierung betrachtet das deutsche Biometriegesetz als Wirtschaftsförderungsmaße. Also das würden die aber so nicht sagen. Sagen. Doch. Ach. Na, wenn du die so mal off the record fragst, sagen die so. Denn, ja, weil sie mir ja öffentlich sagen. Ja, gut, ja. Das fanden wir jedenfalls sehr interessant und die Vertreterin des Bundeswirtschaftsministeriums gemeinsam mit den Vertretern des Europäischen Parlaments haben sich also, bevor diese Verhandlung überhaupt losging, eine Dreiviertelstunde lang beschwert über
den anwesenden technischen Beistand des Chaos Computer Clubs, denn sie wollten verhindern, dass ich dort überhaupt sprechen darf. Es ging also im Hinterzimmer, bevor diese ganze Verhandlung losging, da einen dreiviertelstündigen Disput. Neben mir zu sehen ist Wolfgang Neskovic, ehemaliger Richter am BGH, der anwaltliche Vertreter von Michael Schwarz war und eine glamouröse Rede dahin gelegt hat, aber es hat alles nichts genutzt, denn letztlich, das Urteil ist mittlerweile gefallen, im Spätherbst, und die Richter konnten ja nicht erkennen, wie man ja die Richtlinie, auf der ja diese Biometrie begründet ist, für nicht rechtmäßig betrachten könnte. Sie haben also letztlich auch die ganzen Argumentationen nicht wirklich wahrgenommen. Das war aber schon nach der Anhörung vollkommen klar, denn solche Anhörungen dort haben nichts mit Gerichtsverhandlungen, wie man sie so kennt, egal auf welchen Ebenen, zu tun, denn man liest da vorbereitete Statements ab, sehr langsam, weil die ja in vielen Sprachen übersetzt werden müssen. Und ich habe tatsächlich auch eine Beschwerde bekommen, dass ich also Fakten vorgebracht habe, die schriftlich nicht vorher festgehalten waren. Leider, es kommt noch blöder, also nicht nur, dass wir quasi jetzt ein Urteil vom EuGH haben, was die Biometrie in den Pässen nicht verbietet, sondern die ganzen mitreisenden Journalisten, die da alle waren, die haben schöne Beiträge, und wir haben schon gedacht, oh, wenigstens wird da mal wieder drüber debattiert, und dann passierte was? Das heißt, es gab keine einzige Meldung, weil alles, was die gedreht haben, der Papst kam, und danach war natürlich irgendwie, da haben wir uns natürlich sehr geärgert, weil auch ein bisschen die letzte Chance war, nochmal intensiv über diese Biometrie zu reden und auch gleich noch auf europäischer Ebene. Aber dann war Papst. Also sowas kann einem tatsächlich immer wieder passieren in der Öffentlichkeitsarbeit, dass man halt einfach viel Arbeit in ein Projekt steckt, alles genau plant, irgendwie schon alles abspricht, auch mit den Partnern, mit denen man zusammen macht. Und dann kommt halt irgend so ein Ereignis dazwischen, völlig aus der Kalten, mit was man weder vorhersehen noch beeinflussen kann. Und dann versackt einfach alles, was man da sich so schön ausgedacht hat, komplett. Das war ja auch nicht am Gesundheitszustand von Ratzinger abzulesen, dass das passieren würde. Was soll denn das jetzt sein? Also der Punkt ist, wir müssen weiterhin darauf verweisen, sich den Sekundenkleber auf die Finger zu schmieren. Aber ob wir noch lange reisen können, wenn das mit der NSA so weitergeht, wissen wir ja eh nicht. Naja, also ihr müsst zu subversiven Gegenmaßnahmen greifen. Wir haben da ein bisschen Pech mit den Gerichten, aber gut. Hatte ich noch vergessen. Eventuell ist dieses Verfahren noch ja nicht zu Ende. Denn das ist ja, ich hatte ja erzählt, also das ist ja vorgelegt worden von einem deutschen Verwaltungsgericht. Nun hat der EuGH gesagt, nee, ist nicht unrechtmäßig, könnt ihr machen mit der Biometrie, aber es geht ja jetzt zurück ans Verwaltungsgericht. Ist also durchaus möglich, dass Michael Schwarz einfach sagt, och, 5, 6, 7 oder 8 Jahre macht ja keinen Unterschied. Also es könnte sein, dass es noch weitergeht. Und möglicherweise ist es ja auch der einzige Weg, dieses Gesetz, was ja schon viel zu alt ist, um es zum Bundesverfassungsgericht zu bringen, doch noch da landet über diesen Verwaltungsgerichtsweg. Das weiß ich aber nicht, und wenn hier Juristen im Haus sind, die das einschätzen könnten, bitte ich doch um eine Mail an Presse. Ja, mal sehen. Ja, mich hat das wirklich extrem frustriert, weil die einfach auch die Argumente, die sich vor allen Dingen darum drehten, dass man mit diesem unsinnigen Mist natürlich keine Sicherheit herstellen kann. Denn sehr klar hat der gezeigt, das ist auch in der Anhörung betont worden, dass denen es ja immer um die Abwehr geht von Leuten, die mit europäischen Pässen irgendwie Schindluder treiben. Das ist ja mal so die offizielle Begründung. Aber warum sie denn irgendwie allen Europäern Fingerabdrücke abnehmen, erschließt sich natürlich schon rein logisch nicht. Aber diese ganze Argumentation ist letztlich von dem Gericht nicht aufgegriffen worden. Muss ich so sagen, sehr ärgerlich. Naja. Okay, wir kommen zu anderen ärgerlichen Themen, gleich im Anschluss. Im März haben wir uns im Appell gegen bewaffnete Drohnen angeschlossen. Ja. Das war ein bemerkenswert breit getragener Appell, der also von irgendwie kirchlichen Friedensgruppen über Gewerkschaften und so weiter, also doch ein sehr umfängliches Spektrum abdeckte, was sich da mit uns gegen die Beschaffung von bewaffneten Drohnen durch die Bundeswehr gerichtet hat. Interessanterweise ist es so, dass diese
diese ganze Drohnendiskussion zog sich durchs gesamte Jahr. Es gab diese, ja nicht nur Diskussion um bewaffnete Drohnen, also die Beschaffung von mit Raketen oder ähnlichen Dingen bewaffneten unbemannten Robotern, sondern auch die Frage nach dem Eurohawk. Da werdet ihr euch sicherlich auch mit befasst haben in der Presse, die Frage eben, welche Form von Killerrobotern soll die Bundesregierung, die Bundeswehr bekommen, unter welchen Voraussetzungen sollen sie eingesetzt werden und so weiter. Da haben wir relativ viel Arbeit geleistet, die auch nicht nur so öffentlich sichtbar war wie dieser Appell. Es gab da jede Menge Konsultationen also auch von Regierungen und regierungsnahen Organisationen bei den Parteien und so weiter, die sich halt auch eine Meinung dazu bilden wollten. Also einfach eine unabhängige technische Expertise, also ja, hören wollten von Leuten, die sich mit bestimmten technischen Systemen bei diesen Drohnen auseinandergesetzt haben und nicht von irgendeiner Industrie bezahlt sind. War so ein bisschen die Erklärbärrolle, aber weniger öffentlich als einfach im Anfragen verschiedener Journalisten und Parteien. Und auch tatsächlich so von Organisationen und auf Tagungen, die sich um dieses Thema drehten. Das war dieses Jahr ein sehr, sehr wichtiges Thema, also wo wir auch relativ viel Presse noch Sachen dazu geschrieben haben und so. Sagt man erstmal, okay, was hat der Chaos Computer Club mit Drohnen am Hut? Und die Antwort ist halt ganz einfach. Uns interessiert halt schon immer die Frage, wie verändert Technologie Gesellschaft? Welche politischen Folgen hat die Einführung bestimmter Technologien? Wie sieht es um die Sicherheit, also im IT-technischen Sinne, von solchen Systemen aus? Und welche Risiken haben wir da, über die sonst noch niemand so richtig gerne redet? Und insbesondere im Jahre 2013, wo wir nun eigentlich konstatieren müssen, dass wir es mit dem kompletten Kollaps der bisherigen Annahmen über IT-Security zu tun haben, so ein Multi-Computer-Netzwerk-Drohnen-Ding mit Raketen da oben rumfliegen zu lassen, halten wir halt einfach für eine relativ schlechte Idee. Dazu kommt dann halt noch natürlich die gesamte Frage der heraufziehenden Autonomität, also dass diese Killer-Roboter eben nicht mehr nur als ferngesteuerte Systeme unterwegs sein sollen, sondern zunehmend mehr Autonomie bekommen, die eben auch tödliche Entscheidungen beinhaltet. Da gibt es sehr umfängliche Diskussionen, gerade im angelsächsischen Raum, die man den deutschen Entscheidungsträgern auch erstmal erklären muss. Also die haben da halt so immer noch so lustige Vorstellungen, wie man kann noch bestimmt Ethik in solche Roboter reinprogrammieren. Und dann muss man denen erstmal erklären, so ja, es gibt da so Technikphilosophen, die meinen, man könnte sowas wie Ethik da reinprogrammieren, aber wenn sie mal einen Programmierer dazu fragen, dann wird der da anderer Meinung sein. Und so, also es war jedenfalls eine längliche und umfängliche Geschichte, die uns auch 2014 noch weiter beschäftigen wird. Ich kenne auch Technikphilosophen, die echt gut sind. Einige meiner besten Freunde sind Technikphilosophen. Es ist natürlich ein ernstes Thema. Ich denke aber, es ist was passiert 2013. Insbesondere, glaube ich, diese Dokumentation, die hoffentlich viele von euch gesehen haben, Living Under Drones, wo das erste Mal eigentlich auch eine Gegenöffentlichkeit gegen diese Herstellerpropaganda, die auch überall in den Zeitungen zu lesen ist, auch in allen Sprachen gemacht wurde. Ich glaube, es gibt eine neue Diskussion, die ist sogar angekommen bei der UN, wo ja sozusagen geht es über eine Teilächtung von autonomen Waffen, nicht nur von autonomen Drohnen, sondern auch über Tötungsmaschinen, Killer-Robots gesprochen wird. Wir haben uns 2013 auch dieser Stop-Killer-Robots-Campaign angeschlossen. Also ich glaube, es gibt jetzt mehr Debatte darüber auf verschiedenen Ebenen und es gibt auch eine bessere Organisation oder eine bessere Kooperation zwischen den verschiedenen Organisationen in den Ländern, die sich gegen solche Kampfroboter, die selbstständig über Tötungen entscheiden, insbesondere einsetzen. Also da ist, glaube ich, was passiert. Lag sicherlich ein bisschen auch daran, dass unter den Drohnenmordenopfern auch ein Amerikaner war und so ein minderjähriger Amerikaner. Das hat die Debatte sicherlich in den USA neu angestoßen. Und ich glaube auch, der ziemlich eindringliche Bericht der Washington Post im Rahmen der Snowden-Veröffentlichung über die zumindest zwei Fälle, in denen Daten aus der Massenüberwachung unmittelbar zu Drohnenmorden führte, hat durchaus diese Diskussion stimuliert. Da können wir ja noch mal schauen, was 2014 in den uns von Greenwald versprochenen Akten dazu noch steht.
Haben wir noch was Positives, wo wir jetzt mal von diesen furchtbar ernsten Dingen wegkommen? Ja, Linus. Das war doch nichts Positives. Ja, wir wurden dann gebeten, doch mal so eine Einschätzung zur D-Mail abzuliefern. Waren dann etwas verwundert, weil Harald, glaube ich, 2011 schon eine formuliert hatte. Also die dem CCC in dem Bundestag schriftlich zuging und so. Und da ging es also, 2011 wurde eigentlich alle Kritik, die es an D-Mail gibt, vorgetragen. Das D-Mail-Gesetz wurde beschlossen und dann passierte 2 Jahre lang nichts, weil offensichtlich niemand Interesse hatte, diesen Dienst zu nutzen. Und es hätte alles so schön sein können. Ich glaube, das ist in der breiten Öffentlichkeit auch noch nicht angekommen, dass es das Bezahlmehl ist. Wir müssen, glaube ich, mehr promoten, dass es das Bezahlmehl ist. 39 Cent. Nur. Kann man doch mal schicken, so eine Dinge. Weißt du, was das für mich am Tag heißt? Also, ich meine, hast du das mal überlegt? Weißt du, was das für Presse-Ad heißt? Oh, für Presse-Ad, oh Gott. Anyway, go ahead. Und gibt es da sowas auch wie 190er, also wo man sozusagen für reinkommende E-Mails... To the roots. Aber wenn man sich schon so eine schöne Wirtschaftsförderungsmaßnahme überlegt hat, ist natürlich kein haltbarer Zustand, dass da 2 Jahre lang einfach keine Nutzer auftreten. Was macht man da? Was macht man? Man findet eine juristische Lösung, indem man einfach noch ein Gesetz schreibt, was die D-Mail dann für bestimmte Kommunikationsformen mehr oder weniger verpflichtend macht, nämlich dadurch, dass es die quasi mit der niedrigsten Einstiegshürde versehene Kommunikationsmethode ist. Und für sicher erklärt, ne? Auch ganz wichtig. Ne? Ist es sicher? Steht im Gesetz. Also ist halt sicher. Also Es gab jetzt nur ein Problem. Die bestehenden Gesetze verlangten ein Sicherheitsniveau für die Übertragung von bestimmten Daten, dem die D-Mail nicht gerecht wurde. Und ich hatte es schon angedeutet, dafür gibt es natürlich auch eine juristische Lösung. Man schreibt einfach Gesetze, in denen die D-Mail dann als sicher definiert wird. Das liest sich dann wunderschön, ich kann das leider nicht ganz auswendig. Das Senden von Sozialdaten durch eine D-Mail-Nachricht an die jeweiligen akkreditierten Diensteanbieter zur kurzfristigen automatisierten Entschlüsselung zum Zweck der Überprüfung auf Schadsoftware und zum Zweck der Weiterleitung an den Adressaten ist kein Übermitteln. Thema erledigt. Also ich stelle mir gerade vor, wir könnten solche Tricks auch so bei so Internetstandards verwenden. Ne? Also man schreibt so in der RFC einfach rein, so ja, das mit dem Verschlüsseln ist optional, weil ist ja sicher. Ne? Und dann, es gab noch einen Nachschlag, sollten wir gleich erwähnen, das war so ein zweistufiger... Ich bin dann also da reingegangen, das war eine Einladung in den Innenausschuss. Der Innenausschuss, da ist dann auch der Hans-Peter Uhl, der saß mir dann gegenüber und hat mich angeguckt. Das ist also, ihr seht eindrucksvoll. Schon. Der Mann kann sehr eindrucksvoll gucken. Kannst du mal kurz vorführen? Das kann ich leider nicht nachmachen. Also ihr seht schon, was wir für euch auf uns nehmen. Ne? Also. Aber... Als ich mich dann vorstellte und sagte, dass ich hier wäre als Chaot aus dem Computerclub, das war dann schon ein Gesichtsausdruck, der war priceless. Es gab dann noch diese schöne Situation, also ich habe dann versucht zu erklären, habe gesagt, guck mal hier Freunde, müsst ihr Ende-zu-Ende-Verschlüsselung machen und alles wird gut. Und natürlich war das klar, dass ich diese Argumentation bringen würde und natürlich war klar, dass sie sich Argumente dagegen einfallen lassen müssten. Und das erste Argument war irgendwie so, ja, geht das denn auf dem Smartphone? Ja, würde ich zwar nicht empfehlen, aber geht. Und dann wurde ich gefragt, wie man denn diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung umsetzt, wenn man im Urlaub in der Türkei in einen Internetshop geht und seine D-Mail abrufen möchte. Also D-Mail, Paragraph 1, D-Mail-Gesetz. Ich glaube, die Frage musst du noch mal langsam, nur damit sich jeder überlegen kann, was er in der Situation von Linus geantwortet hätte.
Also ich muss zugeben, ich konnte auch nicht antworten. Ich habe den guten Mann gebeten, die Frage nochmal zu wiederholen. Und also zur Erinnerung, nee, das ist eigentlich nicht lustig. Das ist von der untergegangenen FDP einer gewesen. Das ist überhaupt nicht lustig, sich über Nein, ich mache das auch. Ich bin ganz ehrlich. Ich zitiere diesen Mann deshalb, weil er mir im Nachhinein am Fahrstuhl beim Hinausgehen aus diesem Innenausschuss sagte: Ja, Sie haben ja recht. Aber ist halt anders hier. Und das. Und das, ich meine, ich bin bis heute noch nicht ganz, mir ganz im Klaren darüber, ob ich dem Mann für seine Ehrlichkeit an der Stelle danken soll oder ob ich da irgendwie andere Schlüsse aus seinem Verhalten ziehen soll. Aber zur Erinnerung, so soll der sichere, vertrauliche und nachweisbare Geschäftsverkehr im Internetcafé in der Türkei dann eben sichergestellt werden mit D-Mail. Für diejenigen, denen das nicht ganz klar ist, also in einem Internetshop oder an einem Gerät, was einem nicht selber gehört, eine vertrauliche Kommunikation durchzuführen. Warte mal, kostet eigentlich dein Roaming? Vielleicht kriegst du da so 5 gratis oder so, keine Ahnung. Also in diesem Innenausschuss ging es dann so um diese ganze Sicherheitsgeschichte und ich habe gedacht, naja, das sind Freunde der inneren Sicherheit, erkläre ich dir noch irgendwie sowas mit Sicherheit, hat nicht gefruchtet. Und kurze Zeit darauf gab es dann direkt, oder eigentlich quasi in der Cafeteria danach, gab es dann direkt noch eine Einladung und da ging es dann um das E-Justice-Gesetz. Und da ging es darum, dass man die D-Mail jetzt bräuchte für gerichtsfeste Kommunikation. Da waren dann einige Änderungen notwendig an den Signaturgesetzen, weil ja keine Zertifikate in Nutzerhand sind, können D-Mails auch nicht signiert werden. Ja? Also ich habe keinen Private Key, ich habe keinen Public Key, also bin ich auch nicht in der Lage, meine D-Mail ordentlich zu signieren. Das stellt ein großes Problem dar, weil ja so für nachweisbaren Verkehr, Gerichtsverkehr notwendig ist, dass das irgendwo eine Signatur ist. Und auch da gab es eine schöne Lösung, denn die D-Mails werden einfach von den Anbietern signiert. Also der Prozess läuft so ab, ich gehe einmal dahin, zeige meinen Ausweis, bekomme einen D-Mail-Account und ab dann gilt alles, was ich damit schreibe, als dokumentierte Willensbekundung mit Beweiskraft gegenüber Dritten. Und das habe ich dann auch für ein großes Problem gehalten. Naiv wie ich bin, ja. Schon ein bisschen Nitpicking, ne? So, also. Ja. Und dann gehe ich da in den Rechtsausschuss rein und habe gesehen, oh ja, hier die anderen, waren alles Notare und Richter. Und dann habe ich gedacht, boah, wenn ich denen das jetzt erzähle, die flippen ja aus. Und sind sie auch, weil sie fanden das irgendwie besonders störend, dass ich da irgendwie ihr schönes Gesetz madig machen wollte. Und dann wurde ich darauf hingewiesen, dass man Klageschriften ja auch per Postkarte einreichen kann. Und wenn man eine Klageschrift in einen Briefumschlag steckt, dann wird sie auch nicht in Geheimschrift abgefasst, sondern in Klartext und ich sollte mal irgendwie aufhören zu schnappatmen. Muss man erstmal drauf kommen. Hast du mal gefragt, wie viele Klageschriften die so per Postkarte bekommen? Nee, ich habe dann einfach nur darauf hingewiesen, dass wenn das so ist, wir auch keine D-Mail dafür brauchen, sondern das irgendwie per web.de Grußkarte machen können. Es hat alles nichts gebracht. Ist schön, dass ihr gelacht habt. Da hat keiner gelacht. Weil sie wussten, dass ich recht hatte. Interessant war dann im Nachlauf, dass ich da noch ein paar Sachen zugesteckt bekommen habe an Dokumenten. Da habe ich heute im anderen Vortrag drüber gesprochen, deswegen will ich das nicht wiederholen. Aber was ich schon anmerken wollte, ist, dass da durch eine kleine Anfrage der Linken zum Vorschein kam, dass in dem Projekt D-Mail zwei Firmen beteiligt waren, zwei Beratungsunternehmen, eines davon regelmäßig tätig für die NSA beim Entwickeln von Spähprogrammen, das andere davon... Dürfen wir den Namen hier nicht sagen? Aber doch, CSC, natürlich. CSC. Okay. Ich dachte, du willst da zurückhalten. Nö, ich wollte so... und das andere... Achso, und CSC hat auch eine sehr schöne Dienstleistung den deutschen Staat erbracht, denn neben der Beratung für die sichere Kommunikation für die Bürger
haben sie auch noch das Code-Review des Staatstrojaners gemacht. Das ist ungefähr so die Firma, der man seine sichere Kommunikation als Stadt anvertrauen will. Die andere Firma war Bearing Point und die haben zeitgleich oder im gleichen Jahr ein Projekt mit dem BKA gemacht über die Telekommunikationsüberwachung. Also da weiß man, was man hat bei der DEMEL. Genau. Also es war so ein bisschen, die neben den Stellungnahmen, die ja auch schriftlich abgegeben müssen und dann die auch natürlich bei Bundestag.de dann nachher zum Nachlesen dann auch hochgeladen werden, war der wieder mehr so Erklärarbeit für die Presse. Denn die Kritik war relativ schwer zu vermitteln, ehrlich gesagt. Also ich fand es relativ schwer klarzumachen, was unser Punkt ist da eigentlich. Zumal die Journalisten, die sich damit intensiver befasst haben, haben gesagt, ja, habt ihr doch eigentlich alles schon 2011 gesagt? Ja. Ja. Und die sich damit nicht intensiver befasst haben, die immer so, da kriegt man dann immer so fragende Gesichter. Also da so eine interessante Mischung von denen, die sowieso schon wussten, und hat sich ja eigentlich technisch wenig oder nicht so sehr viel verändert. Ja, da hatten sie natürlich recht. Sehr erfolgreich waren wir auch hier leider. Naja gut, also wenn man sich die Nutzungsquoten von der E-Mail anguckt, kann man das schon als Erfolg bewerten. Wollen wir uns einfach anschreiben? Ja, okay. Ja. Ja. Also klar, die Nutzungs-, also die Registrierungszahlen sind ja wohl so gering nicht. Aber die Nutzungszahlen sehen natürlich anders aus, als die sich erstmal diese Adresse sichern wollen. Das Schöne war, das war ja alles Prä-Snowden. Ja. Und ich habe noch in der Vorbereitung noch so in den Dokumenten, also in den Wortprotokollen gelesen und fand da dieses schöne Zitat von Dr. Helmut Vogt, dass in der Hacker-Szene die Überzeugung besteht, es gibt keinen Server auf dieser Welt, den ich nicht knacken kann und deren Lieblingsobjekte die Geheimdienste, NASA und so weiter sind, das mag schon sein. Aber danach kann ich nicht einen vernünftigen Standard für einen Alltagsaustausch in der Kommunikation etablieren. Aber wie sagte unser alter und neuer Innenminister, Hacker werden immer irgendwas hacken, nicht wahr? Egal. Haben wir da noch was vergessen? Abschließend eigentlich nur kurz sagen, was dahinter sich verbirgt. Also warum sperren die sich so dagegen? Und ich denke, dass die einzige mögliche Interpretation nach all diesem Theater ist, dass sie wie jede andere Regierung nicht so blöd sind, ihren Bürgern ein abhörsicheres Kommunikationsmedium zur Verfügung zu stellen. Das würden wir auch in Zukunft selber machen müssen. Na gut, wir kommen langsam in den Mai. Das bedeutet, die Demosaison geht los. Man muss ja auch mal an die frische Luft, wenn das Wetter besser wird. Und da hat uns die Deutsche Telekom freundlicherweise etwas Hilfe geleistet. Wir fangen mal vorne an. Die Telekom hat ja ihre Hauptversammlung in Köln abgehalten und unser ursprünglicher Plan war ja, wir kriegen einfach so viele Aktien zusammen, dass wir die Hauptversammlung übernehmen. Da hat nie ganz hingehauen. Dann haben wir uns also für eine Demo draußen entschieden, die für, Linus hat gesagt, für CCC-Verhältnisse sehr aktivistisch war. Ey, guck mal, da sind irgendwie ein riesiges Transparent wurde gedruckt. Die sind da nachts in dieses Parkhaus rein. Mit einer Kommandoaktion haben sie irgendwie ihr Transparent da angebracht oder irgendwie versteckt. Kommandoaktion. So wurde mir das berichtet. So wurde mir das berichtet. Wir wurden fast noch erwischt von irgendjemandem. Kölner CCC hat sich hier. Der Kölner CCC hat sich hier sehr hervorgetan. Generell muss man natürlich konstatieren, in dem Vortrag zur Netzneutralität wurde ja auch sehr deutlich, dass die Debatte durch die Pläne der Drosselkom natürlich einen neuen Schwung erhalten hat. Aber bisher haben wir ja politisch bisher nicht so sehr viel zu erwarten, denn im Koalitionsvertrag sind ja nach wie vor eigentlich die, konkret. Also immerhin ist das, was im Koalitionsvertrag ist interpretierbar. Ne? Also ist jetzt, jetzt durchaus so, dass man dass klar ist, dass diese Debatte nochmal ansteht. Sobald es halt an die entsprechenden Gesetze geht, darf man nie vergessen, Koalitionsverträge sind ja immer nur Absichtserklärungen, aber keine Gesetze. Und sobald halt dann da die Gesetzgebungssaison dafür anfängt, werden wir da sicherlich auch nochmal aktiv werden müssen, um zu verhindern, dass die Telekom dann mit ihren ursprünglichen Plänen durchkommt. Was ich bei dieser Netzneutralitätssache eigentlich
in letzter Zeit so meine zu beobachten, und das hat sich in den USA auch damals abgespielt, dass man sagt, ach so, ihr wollt Netzneutralität im Internet, okay, dann schreiben wir da jetzt hin, Netzneutralität im Internet muss sein, und dann schreiben wir in den nächsten Satz rein, was alles kein Internet ist. Und das ist das, was man, meine ich auch, ich meine, der Koalitionsvertrag, da sind so viele Versionen von geleakt. Ich glaube, die letzte. Es gibt einen letzten, auf den Sie sich dann mit Unterschrift geeinigt haben. Ach so, ja, ist das inzwischen so. Und dann haben Sie, also in dem stand doch dann auch wieder drin, so ja, es muss sichergestellt werden, dass es absolut hier diskriminierungsfrei im Internet ist und dass es keine besondere Vielzahl an Managed Services geben soll, sondern eben nur einige wenige. So, also ich bin da inzwischen bei Netzneutralität an dem Punkt, da wirklich immer die maximal schlechteste Interpretation dessen heranzuziehen, was irgendwo hingeschrieben wird. Und damit bin ich bis jetzt ganz gut gefahren. Die Frage wird ja sein, wer ist dafür eigentlich zuständig? Unser neuer Internet-Breitbandminister ist ja Dobrindt. Ist der Datenautobahnminister. Datenautobahnminister, offizielle Titel. Ah. Ja, ich meine, er ist Verkehrsminister und für die Datenautobahn zuständig, also ist er der Datenautobahnminister. Ja, jedenfalls war ja inhaltlich von Ihnen da noch nicht so viel zu hören, so ich kommentiere das jetzt nicht weiter. Na gut, also jedenfalls, die Diskussion wird nochmal interessant. Ich bin da ziemlich optimistisch aus dem einfachen Grunde, weil eine Menge Leute betroffen sind. Und wenn man sich so die File-Sharing-Zahlen anguckt, die ja immer noch ungebrochen hoch sind, können wir wohl davon ausgehen, dass es zumindest eine Debatte ist, die eine Menge Leute betreffen wird. Insofern schauen wir mal. Wobei ich an der Stelle noch ganz kurz erwähnen möchte, den wirklichen Erfolg gegen, oder den Teilerfolg gegen diese ganzen Drosselsachen hat ja dann der Verbraucherzentrale Bundesverband vor einigen Wochen erreicht. Ja, die haben eigentlich für eine Unwirksamkeit der kompletten Drosselungsklauseln in allen Verträgen, die sich Flatrate nennen, gekämpft und auch vor Gericht Recht bekommen. Das heißt, die Telekom muss sich jetzt auch hier, ja, wo sie schon das Internet neu definiert hat, jetzt auch noch die Flatrate neu definieren. Nun, und immerhin ist ja ein prominenter Vertreter aus der Verbraucherschutzzentrale nun als Staatssekretär in der Regierung. Möglicherweise haben wir da ja Hilfe zu erwarten. Kann ja durchaus sein, dass die Verbraucherrechte mit anderen politischen Akteuren auch eine andere Gewichtung bekommen. Ich will nicht so ganz so negativ sein. Wir haben jetzt sonst immer nur lose und fail und geht ja wohl auch nicht. Und dann kommt jetzt noch die dicke Snowden-Sache. Also wie stellst du dir denn vor, das ja? Das stelle ich mir nicht mehr vor, das ist so. Es kommt der nächste Fail, es tut uns leid. Der Fail ist nicht nur ein Urteil gegen damals noch Bradley, natürlich heute Chelsea Manning, aber eher auch, dass es eigentlich kaum eine kritische Öffentlichkeit gab, in Deutschland schon gar nicht. Man muss sagen, ja, dass es sehr schwer war, auch wenn Alexa O'Brien, die ja hier den wunderbaren Vortrag gehalten hat, sich alle Mühe gegeben hat, eine ordentliche Berichterstattung aus diesem Hochsicherheits-Fort-Meet da zu liefern, ist trotzdem aus meiner Sicht in der breiten Öffentlichkeit davon sehr wenig angekommen, in Deutschland erst recht nicht. Wir haben sozusagen ja sogar einen Beschluss der Mitgliederversammlung, sich sozusagen einzusetzen für den Fall Manning, aber um tatsächlich eine Öffentlichkeit und mehr als nur eine kleine Demo oder in kleinen Städten oder virtuelle Protestaktionen zu machen, aus meiner Sicht ist es nicht wirklich gelungen. Erst eigentlich, als das Urteil gefallen ist, kam dann so ein bisschen mehr Öffentlichkeit auf. Vorher wurde darüber leider sehr wenig berichtet. Nun ja, wir haben ja aber die gute Nachricht von Alexa O'Brien gehört, er wird nicht mehr so lange im Knast schmoren. Genau. Die Demosaison ging dann gleich weiter im Juli. Du warst da, ich nicht. Ja, es war die heißeste Demo ever, die ich je erlebt habe. Es war da so heiß, also es waren wirklich 36 Grad und ich war erstaunt, dass sich da so ein paar tausend Leute zusammengeballt haben in Berlin. Aber natürlich war die Rezipierung der Presse angesichts des großen Snowden-Skandals, der nämlich da begonnen hatte, schon eher Enttäuschung, so wenige Menschen auf der Straße, die sich empören. Und dieses Narrativ hat sich ja eigentlich bis heute gehalten. Es beginnt eigentlich kein Interview, was wir seit diesen Monaten geführt haben, was nicht auch die Frage enthält, wie erklären Sie sich denn,
dass sich niemand empört und nach dem Wahlergebnis. Und wie erklären Sie sich denn das hohe Wahlergebnis für Merkel? Also das ist letztlich zu einem Narrativ geworden, dass es offenbar keinen interessiert. Und aus meinem persönlichen Erleben ist das vollkommen anders. Es ist nach wie vor Alltagsgespräch, auch außerhalb der Hacker-Community, zwar mit so einem eher ohnmächtigen Ansatz, so in dem Sinne, weiß ich jetzt eigentlich auch nicht, was ich machen soll, finde ich aber nicht gut. Zum anderen sieht man es aus meiner Sicht natürlich an einem großen Interesse an den explodierenden Krypto-Partys. Man sieht einfach, dass es schon Leute noch immer bewegt, aber trotzdem ist in der Presse eigentlich die Wahrnehmung eher, geht allen am Arsch vorbei. So mein Eindruck. Es widerspricht sich irgendwie mit dem, was ich selber jeden Tag erlebe, so in irgendwelchen Communities, weil man ja auch mit Fragen eingedeckt wird, die werdet ihr wahrscheinlich auch kennen. Also lauter Leute, die Hilfe brauchen bei Anonymisierung und Verschlüsselung. Und bei mir ist das was explodiert. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Also ich denke, dass der kritische Faktor ist immer das Gefühl persönlicher Betroffenheit. Und die, wie wir ja auch bei unserer Kanzlerin gesehen haben, erst in dem Augenblick, als klar war, dass sie persönlich betroffen ist, wollte sie den Skandal dann plötzlich nicht mehr beenden und zumindest erstmal genauer wissen, was da los ist. Und ich glaube, es wird ein längerer Prozess werden, dass mehr Menschen verstehen, dass sie persönlich davon betroffen sind, weil es eben in sehr viele, also quasi alle Aspekte des Lebens reingeht, angefangen von Arbeitsplätzen, die durch Wirtschaftsspionage bedroht sind, über das Potenzial zur Unterdrückung, politischen Aktivismus und so weiter und so fort. Also all diese später Folgen von Überwachung, die einfach ja die Basis der Macht dieser Geheimdienste bilden, die würden sich erst so über die Zeit herausstellen. Insofern müssen wir da, glaube ich, auch einfach ein bisschen Geduld haben. Wir müssen auch erstmal alle so ein bisschen realisieren, was da eigentlich alles passiert. Wir wollen hier keinen Schwerpunkt legen auf die NSA-Sache, trotzdem wird natürlich seit Juni für uns ein Schwerpunkt der Arbeit gewesen ist. Auch ganz wesentlich technische Details erklärend, weil ja, Sie werden ja hier alle wissen, wir haben ja auch genug Vorträge, die verschiedene Aspekte problematisieren. Es war natürlich so, dass für uns die Pressearbeit in dem Fall eher spannend war, weil man ja selber sehr viel lesen musste. Es waren sehr viele unterschiedliche technische Aspekte. Wir waren da sehr stark eigentlich in der Erklärbär und so ein bisschen in der Bewertungsrolle. Insbesondere auch bei den kryptografischen Aspekten dieser Veröffentlichung, denn da schien mir, dass es besonders schwierig war, für die Journalisten einzuschätzen, was die verschiedenen Veröffentlichungen eigentlich bedeuten. War eigentlich ein ganz spannendes Jahr in dieser Hinsicht. Also wenn man nicht in diese Rolle gerät, dass man viele Dinge, gleiche Dinge immer wieder erklären muss, sondern weil man ja im Prinzip jede Woche irgendwas Neues hatte, mit dem man sich selbst auseinandersetzen musste. Also das Jahr so aus der Pressearbeitssicht kippte in der zweiten Hälfte einfach in eigentlich ein ziemlich spannendes technisches Jahr, wenn man jetzt mal den Aspekt benennen will. Es bleibt auch bis heute so, wir gehen auch davon aus natürlich, dass wir im nächsten Jahr, Mr. Greenwhite hat es uns ja schon angekündigt, daran weiterarbeiten werden. Und zumindest wird wohl die Pressearbeit wohl nicht langweilig, würde ich vermuten. Ja, ist wirklich spannend, was für eine Fülle an Kommunikationsmethoden die Menschheit hervorgebracht hat, die man abhören kann. Ah, jetzt unser Netzphilosoph, ja. Ja, klar. Also wird ja wahrscheinlich euch allen auch so gegangen sein. Man kommt ja kaum auch hinterher. Also ich habe mich dann noch mal länger mit den Veröffentlichungen von El Globo beschäftigt, die ja jetzt in Europa und in Amerika nicht so stark berichtet wurden, weil die ja sehr wenig englische Übersetzungen haben. Man kann damit schon echt Zeit verbringen. Okay. Wir hatten noch ein Thema, was eigentlich den Sommer dominiert hat. Ja, genau, Linus zeigt es schon. Nämlich das Leistungsschutzgeld. Was aber interessanterweise, nachdem es eigentlich beschlossen war, war die Debatte auch vorbei. Also irgendwie, nachdem es dann... Ja, interessant an dieser Debatte war, dass da ja die Medien nicht neutral waren. Also dass halt die Medien, ja. Es ging ja, also de facto ist es ja eine Lex Springer. Also das heißt, also die Springer-Medien haben auch sehr dafür getrommelt, für dieses Leistungsschutz-Dings. Und die anderen Verlage waren halt in so einer ein bisschen doofen Situation, dass sie sich entweder mit Springer solidarisieren und da mitmachen mussten oder irgendwie neutral versuchten zu bleiben oder ja irgendwie Stellung beziehen sollten. Und da gab es dann so ganz merkwürdige Effekte, dass also Redaktionen anderer Meinung waren als ihre Verleger, also die Leute, die halt dann sich um den ganzen Kram, wie diese Zeitung herausgegeben wird, kümmern.
Und war in also fast allen deutschen Zeitungen zu beobachten. Ja, also das ist da halt also eine sehr, also die Debatte war sehr, sehr merkwürdig. Unter anderem natürlich, weil Google auch über Bande natürlich versucht hat, da Einfluss zu nehmen und dann am Ende auch sehr direkt versucht hat, Einfluss zu nehmen, weil die das natürlich als primär als Angriff auf ihre Suchmaschinen und Newsportale gesehen haben, nicht ganz zu Unrecht sicherlich. Das heißt also, was wir da gesehen haben, war so eine der ersten Auseinandersetzungen um die Geldströme im digitalen Zeitalter, die versucht wird, eben als Gesetz abzubilden. Und was dann passiert ist am Ende, ist, dass offensichtlich ein Großteil der Abgeordneten sowohl irgendwie bei den Sozialdemokraten als auch bei der CDU keine Lust hatte, sich direkt vor den Wahlen mit Springer anzulegen. Na, es war August. Die Wahlen im September waren irgendwie klar am Horizont und wenn man eins nicht will, ist dann sich halt irgendwie ist direkt vor den Wahlen mit der Bild-Zeitung verscherzen. Zumindest nicht als Abgeordneter, der sich als irgendwie Bestandteil einer sogenannten Volkspartei begreift. Was immer wieder verstanden wird als gewählt von den Leuten, die Bild-Zeitung lesen. Und dementsprechend fiel dann halt eben die Entscheidung aus. Was aber sehr interessant war, was wir hier sehen auf dem Bild, ist tatsächlich der Bundestag am Abend der Entscheidung. Also eine letzte Lesung, also nicht ja. 1. August immer so ein Krafttritt, sondern ja. Letzte Lesung. Ja. Und die, also Lesung. Ja, also genau. Also man wundert sich, dass es nicht direkt zu Protokoll gegeben haben, wie sie es eigentlich sonst normalerweise immer tun bei solchen Sachen. Also den Abgeordneten war schon klar, dass das jetzt nicht eine der Glanzstunden der deutschen Demokratie wird. Ne? Also das ist so, kann man sehr deutlich sehen. Und da wollten, glaube ich, auch nicht allzu viele dabei erwischt werden, wie sie da für Springer stimmen. Ja, und danach jetzt ist eigentlich die Sache erstmal weitgehend in der Versenkung verschwunden. Alle werden, es wird darüber gefeilscht werden, wie es angewendet wird. Springer und Google scheinen sich da eher gerade auf irgendwie eine Allianz zuzubewegen, statt aufeinander einzukloppen. Mal gucken. Also ja, aber es gibt schon konkrete Folgen, ja. Die mich auch, wo ich mich auch echt drüber ärgern kann. Denn selbst wenn die juristische Lage für viele irgendwie unklar ist, beobachte gerade bei den kleinen News-Aggregatoren, genau die, die eben nicht irgendwie 10.000 Nutzer pro Tag haben, sondern die kleinen, dass die im vorauseilenden Gehorsam und auch aus Angst vor den möglichen Folgen schlicht die Snippets abgeschafft haben. Ich glaube, river.de ist noch der größte, aber da haben auch andere kleine gemacht. Es gibt sogar einige Anbieter, die haben eingestellt. Ja. Während natürlich die großen, ich sage jetzt mal Facebook und Twitter oder so, die haben ja nur auch Snippets, sind ja eindeutig Snippets. Die machen sich, glaube ich, wenig Sorgen. Also ich meine, die haben eine ordentliche Rechtsabteilung und die haben natürlich auch eine andere Marktmacht. Aber bei den Kleinen sehe ich sehr wohl, dass es auch Folgen hatte, über die aus meiner Sicht wenig gesprochen wurde. Nur dann stellen die eben ein. Könnte ich mich schon darüber ärgern, weil jetzt ja so ein bisschen aus der Springer-Ecke immer so, komm, man hat doch eigentlich niemanden geschadet. Außerdem haben wir jetzt einen Deal mit Google. So. Na, mal gucken, wie der weitergeht. Wir werden. Also die interessante Frage wird eben sein, ob jemand gerade von Springer und Co. sich traut, dieses Gesetz gegen Blogs und freie News-Aggregatoren in Stellung zu bringen. Ich vermute eher schon so, also wenn man sich so deren Hausjuristen anguckt, liegt die Vermutung nahe, dass sie da auch noch den letzten Euro von der Straße kratzen, den sie da vermuten. Und in dem Augenblick, denke ich mal, wird dieses Ding auch wieder zum neuen Thema werden. Und jetzt wollen wir auch noch mal kurz ganz aktuell sein. Die eigentliche Freude, die wir im August noch hatten zur Pressemitteilung von E-Mail Made in Germany, wo wir uns mal darüber gefreut haben, dass endlich die Standards aus den 90ern jetzt einziehen, hat sich dann über die Zeit so in Luft aufgelöst und Linus hat ja vorhin, also um 8:30 darüber schon gesprochen, den Vortrag kann sich auch jeder runterladen, aber wir haben jetzt auch noch eine Pressemitteilung dazu gemacht, da tatsächlich die Verbindungen zu ziemlich großen Teilen doch unverschlüsselt sind und eben auch die Kunden nicht darauf hingewiesen werden. Also ich glaube, die Überschrift von deinem Talk sagt ja schon ziemlich viel. Ja, ich finde das, also man merkte so, das war dann ein paar Wochen Snowden-Leaks prasselten so auf die Welt ein und die Marketingabteilungen hatten sich irgendwie zurückgezogen und sich überlegt, was sie jetzt, wie sie aus dieser Situation dann Kapital schlagen können. Und irgendwie zu sagen, naja, komm, wir machen jetzt mal irgendwo irgendein Häkchen bei Verschlüsselung in den Servern, war natürlich irgendwie eine prima Idee. Und also herzlichen Glückwunsch an wen auch immer, der sich diese Idee ausgedacht hat mit diesem E-Mail Made in Germany. Und ich bin auch eigentlich
ich habe, obwohl ich eigentlich, ich hätte es besser wissen müssen, ich habe es zu keinem Zeitpunkt in Frage gestellt, dass die wenigstens das jetzt auch machen würden, nämlich die E-Mails auf dem Transportweg zu verschlüsseln, was nun wirklich keine hey, du hast diesem irgendwie Werbefu erstmal so geglaubt, du bist aber wirklich ein schöner Verbraucher. Ich hätte jetzt, ich habe irgendwie so, ich bin da naiv an die Sache rangegangen. Mal so TLS anschalten, denkt man, ist jetzt nicht so schwer. Das, ne? hielt ich für möglich. Ich hielt das tatsächlich für möglich, dass sie es tun würden. Naja. Und es war wirklich eigentlich vor ein paar Tagen durch Zufall, als ich irgendwie so dachte, so, eigentlich müsste ich das mal prüfen, ob sie es auch wirklich machen. So nur der Vollständigkeit halber. Und sie machen es halt nicht. Beziehungsweise sie machen es, aber unterstützen auch weiterhin unverschlüsselte Verbindungen und informieren ihre Nutzer nicht darüber und zeigen natürlich trotzdem an, dass das jetzt eine besonders sichere E-Mail made in Germany wäre. Und ich muss echt sagen, dass ich da... Bist du wieder vom Glauben abgefallen? Nein, ich bin da einfach, ich finde das einfach... Mir fehlen ja die Worte für, mit der Angst der Nutzer so leichtfertig umzugehen und noch nicht einmal dieses magere Versprechen, was sie da gemacht haben, was wirklich lächerlich ist, wo wir schon, wenn es wahr gewesen wäre, drüber gelacht hätten oder gelacht haben, ja, und das noch nicht mal in die Tat umzusetzen. Ja, ja, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Ja. Okay, jetzt wollen wir noch mal ganz kurz zu der Demosaison zurückkehren, denn die Situation für die schon ziemlich traditionelle Freiheit statt Angst Demo, die war ja eigentlich perfekt im Sinne. Ja. Ihr seid offenbar mit uns einig, dass es mit Abstand das coolste Plakat auf der Demo war. Aber es ist auch gleichzeitig ein Symbolbild, da kommen wir gleich drauf. Also eigentlich war die Situation perfekt. Es war ein Wahlkampfjahr, wo man hätte über die doch ziemlich dreisten Massenüberwachungen und das offensive Hacking im Wahlkampf hätte sprechen können. Es war also das Snowden-Jahr und das Bundestagswahljahr. Dennoch muss man sagen, dass die Freiheit statt Angst-Demo in Berlin nicht nur vorab ordentlich umstritten war zwischen den verschiedenen NGOs, die dazu so aufrufen, sondern eben auch, vielleicht auch im Ergebnis, verhältnismäßig wenig da waren. Wir hatten ja mal die größte Freiheit statt Angst-Demo im Bundes, also vor 4 Jahren dann, ne? Genau. Also, weil damals ja auch die Parteien sich noch intensiv über die Frage der Überwachung gestritten haben und also unterschiedliche Positionen eingenommen haben oder da überhaupt Streit gab. Aber mit dem ist zu Ende Pofalla und irgendwie alle, aber nicht mein Telefon, Merkel, war irgendwie nicht wirklich der Schwung drin. Und dann noch der Streit innerhalb der NGOs, ob und mit wem man gemeinsam aufrufen soll. Und zu welchem Zeitpunkt? Rolle. Also eines der Probleme bei der Freiheit statt Angst war halt der Zeitpunkt, also die es direkt vor dem Wahlkampf, also vor der Wahl zu machen, war jetzt nicht eine unumstrittene Entscheidung. Und dazu kam auch noch das Problem, dass der Termin für die Demo halt genau an einem Tag war, wo wir schon 2 lange angekündigte CCC-Veranstaltungen hatten, nämlich einmal die Datenspuren in Dresden und die MRM-CDs in Darmstadt. Darmstadt, genau. Das heißt also 2 traditionelle Chaos-Familienveranstaltungen, die auch immer diverse 100 Leute anziehen, die waren dann halt eben nicht auf der Demo. So, und das hat man dann schon gemerkt. So, insofern. Also für den Club war das besonders schwierig. Ja. Dann natürlich auch Veranstaltungen, die lange vorbereitet werden, wo auch dann bundesweit ja viele irgendwie hinfahren und schon gar nicht an dem Wochenende noch nach Berlin fahren. Also das war für uns auch relativ schwierig. Es gab noch ganz andere Streitigkeiten vorher zwischen anderen Organisationen, mit denen wir auch gar nichts zu tun haben und haben wir dann ein bisschen nachher gehört. Also dennoch, also Momentum aus meiner Sicht fehlte. Die große Empörung hat sich auch in Berlin eigentlich nicht breit gemacht und drückte sich dann auch in den, was waren da, glaube ich, 12.000 oder so? Ja. Ich weiß es nicht genau. Ja. Also ich meine, es war ein entspanntes Chili-Gitter langlaufen, aber es kam auch keine revolutionäre Grundstimmung da auf, also keine brennenden Barrikaden. Ich denke, es war insgesamt einfach, wie das da gelaufen ist, ein gutes bzw. sehr schlechtes Beispiel eben dafür, wie wir es nicht schaffen, Dinge umzusetzen. Und ich möchte eigentlich hoffen, dass alle Beteiligten so ihren Teil daraus gelernt haben, sodass wir in Zukunft solche Demonstrationen
wieder mit der Kraft umsetzen und die wir eigentlich auch haben. Ja? Und es war für mich schon eine sehr traurige Erfahrung. Das war frustrierend irgendwie. Also, aber den Eindruck hatten viele, haben mir dann auch viele ins Internet geschrieben. Also da gab es irgendwie so eine Art Grundfrust. Zum einen, dass man da irgendwie nicht zu 100.000 auflief. Das ist ja in Berlin durchaus möglich. Haben wir ja auch schon gesehen in Berlin, große, richtig große Demos. Und dann aber auch so dieser ganze Streit. Man sollte sich wohl seine Feinde aussuchen. Ne? Das sollten wir uns mal alle hinter die Ohren schreiben. Ich schreibe es mir jedenfalls hinter die Ohren. Ihr auch? Na gut. Was macht man als CCC, wenn das irgendwie gerade wieder so voll frustrierend ist und irgendwie nichts klappt und dauernd Fail, Leistungsschutzrecht, die E-Mail, dann noch Snowden. Naja, man sucht sich einen coolen Hack. Ist ja vollkommen klar. Nichts macht so viel Spaß, wie was kaputt machen. Ja. Also diese... tatsächlich ist der Hack ist der Inbegriff von Spaß am Gerät in vielerlei Hinsicht. Natürlich ist der Hacker Starbuck, ist glaube ich jetzt hinlänglich bekannt, den ich jetzt gar nicht sehe, aber der auf jeden Fall da ist. Und zu unserem... Wo ist er denn? Wir müssen mehrere Dinge aufklären. Das eine ist, nein, er hat es nicht fürs Geld getan. Es gab ja diesen Aufruf, auf keinen Fall, im Gegenteil. Er hat zwar sozusagen den Reward gewonnen, aber ihn zum großen Teil für einen Hackerspace gespendet. Und zum anderen... war tatsächlich in der Nacht- und Nebelaktion, wie sie im Buche steht, und auch mit einer gewissen Enttäuschung verbunden, weil mein Eindruck war, dass Starbucks schon auch gerne technisch mehr gefordert gewesen wäre und dann doch relativ enttäuscht war, wie einfach sich dieses Gerät überwinden ließ. Aber für uns, also als sozusagen Öffentlichkeitsteam, hatten wir noch ganz andere Probleme, weil wir haben überhaupt nicht damit gerechnet, dass wir jetzt plötzlich das internationale Lifestyle-Gerät, also wir sind total überrollt worden, like hell. Da haben wir in all den Jahren, das war mehr als Staatstrojaner und Wahlcomputer und was es alles gab in den Jahren, war dieses Ding, ich glaube nach einem Tag waren 1 Million Klicks auf YouTube. Starbuck hatte dann leider auch eine offizielle CCC-Adresse dort hinterlassen. dann war noch, also es war... Oh Mann. Und es hat sozusagen unseren Rekord an Retweets, die wir jemals hatten, deswegen ist es hier mal eingeblendet, gebrochen. Und auch die Regel, dass bei uns immer die deutschen Meldungen mehr geretweetet werden als die englischen. Also diese Grundregel war auch gebrochen. Wir waren da also so ein bisschen überrollt, muss man schon sagen. Ja, also ist mal wieder das Thema mit der persönlichen Betroffenheit, ne? Wir würden, glaube ich, das Video auch noch mal ein zweites Mal drehen, nächstes Mal, oder? Naja, Gott, es ging halt schnell. Also es gab halt aufgrund dieses Rewards, der da ausgelobt worden war, einen gewissen Zeitdruck, weswegen wir dann halt auch die Release relativ schnell bewerkstelligen mussten. Weil wenn wir die Zweiten gewesen wären, hätten wir natürlich irgendwie die politische Message dazu nicht mehr mit transportieren können. Eben die Frage halt irgendwie Talk-Biometrie als Identitäts- und Sicherungsmerkmal und insbesondere Fingerprint-Biometrie taugt dafür halt eben nicht. Genau. Also wenn wir uns im nächsten... wenn wir uns das nächste Mal an Lifestyle-Geräte machen, dann wissen wir vorher, was uns erwartet. Wir lernen ja auch aus Fehlern. Wir sind dann vorbereitet und machen es auch nie wieder nachts. Also wegen der Zeitverschiebung. Ach, es war... Naja... Ja, der September war ein insgesamt sehr geschäftiger Monat, wo also nach dem Sommer dann wieder allerhand los war. Eines der Themen, die uns da beschäftigt hat, war, was auch schon der Glenn Greenwald in seiner Keynote angesprochen hat, nämlich die Frage, wo bekommen denn eigentlich Geheimdienste und ähnliche Konsorten ihr technisches Talent her und wie gehen wir damit um, dass solche Leute Teil unserer Community sind? Und wir hatten da die relativ einmalige Gelegenheit, dass jemand, der ja in diese Tätigkeit für solche Dienste mehr oder minder reingeschlittert ist, darüber geredet hat und wir einen Artikel in der Datenschleuder vorab gedruckt haben,
wie sowas passieren kann. Also wie man als politisch durchaus klar denkender und sehender Hacker mehr oder minder nach und nach in eine Rolle kommen kann, wo man für die falschen Leute arbeitet. Und diese Debatte liegt uns sehr am Herzen, weil es am Ende wirklich darum geht, auf welcher Seite sind die Leute mit dem technischen Talent, arbeiten sie da für die dunkle Seite der Macht und für die Überwacher oder arbeiten sie dagegen. Insofern haben wir uns sehr gefreut, dass wir diesen Artikel bringen konnten und da auch eine Menge drüber gelernt haben, wie diese Mechanismen der Verführung funktionieren und welche Möglichkeiten der Gegenwehr es gibt, auch wenn man da drin steckt. Und sehr zu empfehlen, also auf der Webseite verlinkt, sollte man unbedingt gelesen haben, insbesondere auch, weil immer mehr von solchen Firmen unterwegs sind, die solche Werkzeuge bauen und die natürlich auch hier unter den Leuten, die hier sind, nach neuen Mitarbeitern suchen. Ja. Ich muss eine Sache präzisieren. Also Frank erwähnte die Datenschleuder. Das ist ja ein Vorabdruck, denn die neue Schleuder kommt erst Anfang 2014. Wir haben tatsächlich, es war echt der Fail, wir haben das nicht hingekriegt dieses Jahr und das ist auch echt Mist. Also, aber wir arbeiten dran und es wird also wieder eine neue Datenschleuder geben. Ja. Ich will noch eine andere Sache erwähnen, weil ja auch Glenn Greenwald gestern so ein bisschen ansprach und dass ja Fefe dieses Jahr live die Rede angehört hat auf der DEFCON. Ich bin schon nach wie vor auch relativ stolz, dass es in der deutschen Hackerszene ein bisschen anders läuft mit der Rekrutierung und dass sich also bei uns, also niemand würde nur auf die Idee kommen, dass sich hier der Bundesnachrichtendienst mit einem CCC-Shirt hinstellen würde und eine Rede halten würde. Und ich hoffe, dass es auch lange so bleibt. Applaudiert jetzt so, aber das ist auch nicht unbedingt mehr so eine Selbstverständlichkeit. Im Vorfeld der vielen Einreichungen, die wir hatten, waren natürlich mal wieder auch im vergrößerten Content-Team für den 30C3 die Frage, wie gehen wir denn mit Einreichungen um? Mit Einreichungen, die offensichtlich sehr nachrichtendienstlich nah sind oder auch von Intelligence-Leuten, die ja auch teilweise Einreichungen machen. War so eine Debatte. Es ist nicht so unbedingt, dass wir als CCC häufiger den Vorwurf bekommen, dass wir doch ein bisschen mehr Dialog machen sollen und wir sollen auch nicht immer uns so abschotten und abgrenzen. Also das ist auch... Naja, jedenfalls, das sehen wir also anders. Also ich möchte mich jedenfalls nach wie vor abgrenzen von den Nachrichtendiensten. Und also wir haben da... Also wir sehen keinen Grund, solchen Leuten eine Bühne zu bieten. Die haben genug andere Bühnen, wo sie reden können. Und insbesondere... Also und nicht nur das. Also ich denke, das ist ja gestern auch sehr deutlich geworden, indem was Greenwald sagte, auch bei uns in der deutschen Presse, das mag anders sein als in Großbritannien oder Amerika, die kriegen schon ihre Öffentlichkeit. Ich bin eigentlich ganz froh, dass wir hier eine Gegenöffentlichkeit haben und eben... hier nicht die Herstellerpropaganda oder die Nachrichtenpropaganda hören müssen. Wenn das sich über die Jahre ändert, wird es so sein, aber ich würde mich dagegen wehren wollen. Ich sehe da eigentlich keine Veranlassung, dass es sich ändert. Wir müssen uns einfach mal wieder vergegenwärtigen. Die Leute, die hinter diesen Spitzelapparaturen sitzen, sind die Bösen, nicht wir. So, und wir haben keinerlei Veranlassung, die hier zu tolerieren, anzuhören oder denen eine Bühne zu bieten. Wo wir bei der Gegenwehr sind, jetzt müssen wir aber auch mal zu ein bisschen positiven Geschichten kommen. Also zumindest ein Versuch, den haben wir gemacht. Und zwar, da ist wohl die Grafik verrutscht. Ein Versuch haben wir gemacht, nämlich den Rechtsweg mitzubeschreiten, zusammen mit Human Rights Watch, der Open Rights Group und dem britischen PEN, also Schriftstellervereinigung. Den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof anzurufen. Denn anders als bei den Amerikanern ist es ja so, dass bei den Briten bereits 1951 die Europäische Menschenrechtskonvention unterzeichnet wurde und wir auch versuchen werden, diesen Fall vor Gericht zu bringen. Ich darf da, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt schon sagen darf, aber ich sage mal Folgendes.
es sieht nicht so schlecht aus, dass der Europäische Menschenrechtsgerichtshof diese möglicherweise annimmt. Das könnte also gut sein. Der Grund für sozusagen die positiven Meldungen ist, dass nachdem, das war ja im Oktober, die Beschwerden da eingereicht wurden, sind ja noch eine Menge Veröffentlichungen, die den GCHQ betreffen, dazugekommen. Und also wir durften noch Schriftsätze nachreichen. Und das ist natürlich ein ganz gutes Zeichen, denn wenn der Gerichtshof sich dafür inhaltlich gar nicht interessiert, dann ist es nicht üblich, dass man noch was nachreicht. Das läuft beim Europäischen Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg so, dass man unmittelbar erfährt, wenn sie es annehmen, und dann legen die auch so einen Zeitplan vor. Also wir hoffen zum einen, dass sie überhaupt behandeln. Wäre sehr wichtig, zum anderen aber natürlich insbesondere auch, dass dieser Gerichtshof dazu beiträgt, Fakten aufzuklären. Denn das ist ja einer der Probleme, dass wir sozusagen in der Bundesregierung haben, in der britischen Regierung noch viel mehr und auch in der amerikanischen Regierung, dass ja von Seiten der politisch Verantwortlichen zur Aufklärung nicht beigetragen wird, und der Gerichtshof hat natürlich die Möglichkeit, eventuell dazu Aussagen zu erzwingen, indem zum Beispiel jemand geladen wird oder zu Stellungnahmen aufgefordert wird. Also mal schauen. Möglicherweise helfen da aber auch die Veröffentlichungen noch, die noch kommen. Ganz sicher. Ja, also es ist natürlich die Expertise in den juristischen Fragen, klar, die liegt bei den beauftragten Anwälten, aber wir hoffen halt auch mit der kritischen Öffentlichkeit zu begleiten, denn der Europäische Menschenrechtsgerichtshof hat in den letzten Jahren ziemlich viele Urteile, übrigens auch gegen Briten und Deutschland getroffen, die Menschenrechtsverletzungen anprangern. Insofern, vielleicht haben wir ja Schwein, und wenigstens dem GCHQ können auf diesem legalistischen Weg ein bisschen die Flügel gestutzt werden. Mal schauen. Versuchen kann man es ja mal, nicht wahr? Die Kampagne heißt übrigens Privacy, not Prison, und dazu gab es eine Spendenseite, denn das kostet schon so 20.000 Pfund und innerhalb von 48 Stunden waren die Spenden beisammen, was uns natürlich alle ziemlich gefreut hat. Ja, also es gibt aus meiner Sicht eben tatsächlich eine empörte Öffentlichkeit, die aber, glaube ich, auch nicht so richtig wissen wohin, weil man ja diese Hilflosigkeit oft mit Händen greifen kann, gerade bei Leuten, die sich einfach auch nicht in der Lage sehen, die Technik zu bedienen und deshalb weniger Möglichkeiten haben, sich ganz praktisch zu wehren. Und mir schien, dass diese unglaublich schnelle, es waren auch oft viele richtig so Kleinbeträge, die da zusammenkamen, auch ein Zeichen dafür ist, dass es eine Unterstützung dafür gibt. Das hat mich doch sehr gefreut. Und wo wir bei Kampagnen sind und bei Snowden, kann man sozusagen gleich fortfahren? Genau. Im November haben wir uns einer weltweiten Kampagne gegen Massenüberwachung angeschlossen. Worum es da geht, ist die Einhaltung der internationalen Grundsätze für die Anwendung der Menschenrechte auf die Kommunikationsüberwachung. Da geht es um 13 relativ allgemeine Prinzipien, in denen es im Kern die Frage ist, so ist denn unüberwachte Kommunikation ein Menschenrecht? Und ja, ist so, und man muss da wieder drauf pochen und auch wieder dafür sorgen, dass dieses Menschenrecht eingehalten wird und nicht unter allen möglichen Sicherheitsversprechen eingeschränkt oder ausgehöhlt wird. Und die diese Kampagne ist auch wieder sehr breit, also es waren über 300 Organisationen aus über 100 Ländern, die da mitgemacht haben, mittlerweile sind es sogar ein paar mehr. Und man sieht also, es gibt... Haben sich noch welche angeschlossen nachher auch? Also es gibt also eine kritische Öffentlichkeit, definitiv, also auch eine engagierte Öffentlichkeit. Die Frage ist eben nur, wie setzt sie sich in den politischen Prozess um? Genau. Es gab zum Ende... Entschuldigung, ich sehe immer schon die Folien, deswegen, ihr seht ja was anderes. Es gab Ende des Jahres... Entschuldigung, ich glaube, Ende des Jahres für uns noch die Möglichkeit zur Stellungnahme, denn die Bundesnetzagentur hatte, was den Routerzwang betrifft, aufgefordert, dass man ja auf dem Fragenkatalog anfordert, der sehr umfänglich war und teilweise auch schon die Antworten implizierte. Dennoch haben nicht nur die Free Software Foundation Europe, sondern auch wir sehr knapp vor der Frist
ein Statement dazu abgegeben und auch an die Bundesnetzagentur geschickt, da wir natürlich gegen den Routerzwang Stellung nehmen. Und wir haben verschiedene Argumentationen dagegen vorgebracht, die aus meiner Sicht auch relativ stichhaltig sind. Ich bin schon gespannt, wie sozusagen da die Erörterungen in der Bundesnetzagentur eigentlich sein werden. Einen Stichpunkt haben wir aus unserer Sicht gebracht, der eigentlich in den anderen Stellungnahmen so nicht drin war, der aber nicht ganz unwichtig scheint, nämlich natürlich, dass man auch gewisse, ja, mit der Vereinheitlichung und dem Routerzwang gewisse Sicherheitslücken noch promotet. Wir haben in den vergangenen Jahren gesehen, dass es welche gab, und wenn man die Kunden quasi dazu verpflichtet, bestimmte Router mit bestimmter Software zu haben, eröffnet man natürlich damit auch Wege für Sicherheitslücken und vor allen Dingen auch für nachrichtendienstliche Überwachung. Also da haben wir versucht, ein paar Akzente zu setzen in technischer Hinsicht, die wir auch hoffen, in diese Beratungen, dass die darin einfließen. Immerhin hat das insofern geholfen, dass tatsächlich im Koalitionsvertrag jetzt drinsteht, dass sie sich gegen den Routerzwang wenden. Wo sie ja schon mal unser, ja, schön. Sie haben sogar das Wording übernommen. Ich weiß gar nicht, was die amtlich richtige Bezeichnung für Routerzwang ist. Linus, du kannst aber Beamtendeutsch. Das Thema ist ganz interessant. Das wird eigentlich nicht wirklich unter Routerzwang diskutiert. Sondern worum es da eigentlich geht, ist zu definieren, wo der Netzabschlusspunkt ist. Könnt ihr euch vielleicht von euren ersten DSL-Anschlüssen erinnern, da hattet ihr den Splitter, das DSL-Modem und dann daran dann irgendwie nochmal einen Router oder so. Und könnt ihr euch sicherlich an euren jetzigen DSL-Anschluss zu Hause erinnern, dass ihr nur noch ein Gerät habt. Und die Frage, die hier definiert werden soll, ist, wo hört quasi T-Online auf? Und wo fängt euer Heimnetz an? Und da das jetzt diese drei Schritte in einem Gerät sind, würden die Netzanbieter natürlich gerne die Gelegenheit nutzen und sagen, dieses gesamte Gerät gehört einfach auch noch uns. Und das ist, wenn man sich da mal so ein bisschen mit auseinandersetzt, echt eine sehr interessante Fragestellung, weil das Ding ja auch ein lokales Netzwerk macht. Und also es ist technisch auch ein ganz, ganz, ganz interessantes Thema. Und eine nicht so einfach zu beantwortende Frage und die sich daraus ergebenden, sag ich mal, gesellschaftlichen Konsequenzen, die sind dann eben noch interessanter, wenn eben Geräte oder die Netzanbieter in der Lage sind, uns vorschreiben zu können, welche Hardware bei uns im Regal steht, um den Internetanschluss zu nutzen. Ja. Und die FSFE hatte noch so ein schönes Argument, Entschuldigung, bei den Kunden zu Hause, ja, das ist ihr Gerät, sie bezahlen den Strom für dieses Gerät, also dürfen sie es auch beherrschen, das fand ich noch eine herzige Argumentation. Ja, und als Symbolbild steht ja noch dieser schöne OpenWRT-Router. Das musste ich jetzt sagen. Okay, wir müssen noch zum ultimativen Rant ansetzen im Dezember, natürlich. Müssen wir machen. Dafür haben wir auch ein Symbolbild. Falls Sie jemand noch nicht kennt, die Frau neben unserem alten und neuen Innenminister de Maizière ist Andrea Vosshoff, rechtspolitische Sprecherin früher der CDU-Bundestagsfraktion, also zum Beispiel zuständig für Leistungsschutzgeld und im Punkto Datenschutz jetzt nicht, also eigentlich überhaupt nicht. So gar nicht aufgefallen. Und also mir wurde gesagt, die wäre da besonders kompetent. Wer hat denn gesagt? Die ist besonders kompetent. Ja, natürlich, also aber jetzt im Punkto Datenschutz bisher noch nicht so hervorgetreten. Möglicherweise. Doch auch, sie hat nur halt eher so für die Abschaffung plädiert, oder? Okay, wir wollten eigentlich ein bisschen darüber reden, dadurch, dass wir ja in dem Jahr 2013 über die Vorratsdatenspeicherung an verschiedenen Enden nochmal gestritten haben. Zum einen unter dem neuen Eindruck der Snowden-Papiere. Ich denke, da kann man die Vorratsdatenspeicherung heute anders debattieren. Dann natürlich der ganze Ärger um diesen Koalitionsvertrag, wo die das schon wieder reingeschrieben haben und sich irgendwie bei der übergroßen Koalition auch niemand fand, der sich als Gegner der Vorratsdatenspeicherung da etablieren wollte. Wegen der Sicherheit? Ja, sicher. Und zum Zweiten war natürlich das Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof stattfand, wo ja zumindest im Ergebnis jetzt erstmal die Rechtmäßigkeit der zugrunde liegenden EU-Richtlinie bezweifelt wird. Müssen wir mal schauen,
Wir haben natürlich jetzt keine liberale Justizministerin mehr, die ja einfach geschafft hat, in der letzten Legislaturperiode zu verhindern. Also die hat es geschafft, dass keine Vorratsdatenspeicherung ins Gesetz kam. Das sieht natürlich jetzt ein bisschen anders aus. Und da müssen wir wahrscheinlich auch mal abwarten, wie der neue Justizminister, der heißt übrigens Heiko Maas, von der SPD aus dem Saarland, wie er sich da positionieren wird. Beim Innenminister, beim neuen und alten, haben wir noch keinerlei Statement. Der hat sich dazu nicht geäußert. Der hat auch keine Statements abgegeben bisher zu der NSA-Affäre. Da ist also ja, Schweigen im Walde. Da haben wir also Wie Arbeitsfeld noch, 2014. Genau, also nochmal der Hinweis, Koalitionsverträge sind keine Gesetze. Die Gesetzgebungsvorhaben, die da drinstehen, werden dann erst nach und nach umgesetzt. Wir vermuten, dass gerade die Vorratsdatenspeicherung erstmal noch vertagt wird, bis es ein endgültiges Urteil vom Europäischen Gerichtshof gibt und sie dann danach halt versuchen, wie üblich, dieses Gerichtsurteil copy-paste umzusetzen. Also es wäre schon dreist, wenn sie nicht mal das Urteil abwarten, sondern dieses Gesetz da sofort. Also, vermutlich nur, nicht. Also zutrauen. Ja, zuzutrauen ist es Ihnen, das ist richtig. Aber also klar ist halt, diese Vorratsdatenspeicherung wird uns also 2014 wieder mal weiter beschäftigen. Und es wird dann diesmal halt ernst werden. Ja. Tja, damit sind wir eigentlich am Ende des Jahres angekommen. Wir haben jetzt sozusagen noch ein paar Hinweise, die wir loswerden wollten, aber sozusagen für die aktivistische Arbeit und die Öffentlichkeitsarbeit betraf, waren die Schwerpunkte in diesem Jahr. Ich glaube, das hat sich schon in mehreren Vorträgen hier schon angedeutet und wird ja in den kommenden zwei Tagen auch noch so sein. Snowden und die NSA-Papiere und die GCHQ-Papiere und möglicherweise auch die Verstrickungen der deutschen Nachrichtendienste und welche nicht noch alle werden uns ganz sicher mindestens ein Jahr noch beschäftigen und darüber hinaus vermutlich. Wer sich für die Zukunft der Bundesdatenschutzbeauftragten interessiert, dem können wir noch empfehlen, am Tag 4 zu einem Vortrag zu gehen, von dem ja gerade aus dem Amt geschiedenen Bundesdatenschutzbeauftragten, dem ehemaligen Peter Schaar, der wird hier sprechen. Und ich denke mal, es ist interessant. Ich finde nämlich auch, dass er in seinen 8 Jahren Amtszeit für das Amt eine ordentliche Reputation erarbeitet hat. Die Frage wird sein, ob wir mit der neuen Amtsinhaberin noch irgendeine Hilfe haben, denn er war sicherlich auch in der Öffentlichkeit ein ziemlich kritischer Geist, der auch immer wieder in der Presse für Datenschutzanliegen und auch für Informationsfreiheitsanliegen gekämpft hat. Insofern werden wir mal gucken, wie es weitergeht. Er wird da, glaube ich, auch recht offen sprechen können, denn er ist ja nicht mehr im Amt und wird auch dazu was sagen, ob eigentlich dieser Beauftragte der Bundesregierung nur ein Papiertiger ist und welche Möglichkeiten er tatsächlich hat. Also ich glaube, es wird ganz spannend, wer da hingehen will, Tag 4. Wir haben noch Hinweise, und damit schließen wir sozusagen auch den Kreis zu dem Beginn des Rückblickes, weil wir nämlich natürlich darauf verweisen wollen, dass eben nicht nur diese bundesweite Öffentlichkeitsarbeit und so die großen politisch-technischen Probleme im Vordergrund stehen, sondern natürlich auch die Veranstaltung in den RFAS. Und insbesondere haben wir jetzt sich schon mal Easter Hack, nämlich dieses Jahr in Stuttgart für 2014 merken. Da gibt es auch schon eine Webseite mit dem schönen Hinweis auf die Kehrwoche. Ich musste erst mal in der Wikipedia nachschlagen, was eigentlich ist. Aber ich habe es jetzt auch verstanden. Ja. Dabei haben wir doch jetzt eigentlich genug Schwaben in Berlin, dass du es langsam wissen solltest. Ne? Wir sind in Hamburg, da sind Schwabenwitze jetzt nicht so üblich. Na gut. Also, aus der Rubrik, was wir hier noch nicht erwähnt haben. Es gibt übers Jahr verteilt jede Menge Veranstaltungen in den einzelnen AFAs. Es gibt die Datenspuren, es gibt die MMCDs, es gibt die SIGINT, es gab die OM im Sommer in Holland. Also jede Menge Veranstaltungen, die wir jetzt nicht einzeln nochmal GPN erwähnt haben. GPN. Sonst. Ich glaube, die GPN, genau. Die GPN, die dürfen wir nie vergessen. Wir haben die ein Jahr vergessen, wir vergessen die nicht mehr. Die GPN, genau. Die Karlsruhe. Haben wir die SIGINT erwähnt? Ja, habe ich getan. Und die MRMCD, also ja. Datenspuren. Was haben wir noch die vergessen? Datenspuren. Genau, Hackover. Ja, was haben wir noch vergessen? Hannover. Die ICMP, richtig, genau. Die ICMP, genau. Was ist mit der COSIN eigentlich?
Ja, also ihr seht, es sind so viele Veranstaltungen, dass wir hier auch nicht mehr alle im Kopf haben. Wir es auch nicht mehr schaffen, zu allen hinzufahren, was ich außerordentlich bedauerlich finde. Also ich habe letztes Jahr, glaube ich, sogar Vorträge versprochen gehabt und es nicht geschafft. Es war jedenfalls, also wie gesagt, die Veranstaltungen sind sehr vielfältig und einer der Vorsätze, die wir für 2014 haben, ist auch, dass wir die dann regelmäßig auf dem Webserver mit angekündigt bekommen. Ja, der Kalender auf CCC.de ist so ein bisschen also, optimierungsfähig. Genau, das ist halt so eines der Dinge, die wir für 2014 so uns so ein bisschen vornehmen, ist halt den Kalender auf dem Webserver ein bisschen aktueller zu pflegen. Aber auf dem Twitter ist eigentlich immer alles sauber announced, genau. Gut. Was rantet Fefe gerade? Nein, du hast es falsch verstanden. Du musst einen neuen Jabba-Server aufsetzen. Und wenn du weiter rantest, dann musst du einen neuen schreiben. Okay. Also damit wollen wir uns eigentlich die irgendwie Zusammenarbeit bedanken, weil dieses Presseteam steht jetzt natürlich immer in der Öffentlichkeit, aber ist natürlich immer eine, oder sehr häufig verschiedene Teams, die daran mitarbeiten und wollen hoffen, dass wir auch dieses Jahr aus den Erfas wieder coole Projekte haben, die wir dann natürlich auch gerne irgendwie bundesweit promoten und wir würden auch gerne wissen, da wir ja immer die Wahl des sexiesten Erfas haben, wer das denn eigentlich fürs Jahr 2013 wird und wir bitten dann um Zusendungen, damit wir die nächstes Jahr dann vorstellen können. Das ist nämlich der CCC Mannheim, der eigentlich der sexiest Erfer wurde für Chaos macht Schule, glaube ich. Also für Projekt, das an den Schulen über Technik gesprochen wird. Also wir nehmen da Vorschläge für den sexiest Erfer 2013 an. Also dieses... Wo wir gerade dabei waren, also Chaos macht Schule ist so eines von diesen Projekten, die mich regelmäßig mit Stolz erfüllen, so für diesen Club zu arbeiten. Es ist halt so eines von diesen Dingen, die halt laufen, wo Leute ihre Zeit reinstecken und richtig was bewegen und auch eine Menge Gutes tun und die halt meistens viel zu wenig gewürdigt werden, weil sie halt eben nicht spektakulär sind, weil sie eher kleinteilig sind, weil sie vor Ort stattfinden und aber trotzdem ja, das Leben von Menschen positiv beeinflussen, die mit Technologie dann lernen zu arbeiten. Dafür bitte ich nochmal um einen großen Applaus. Was sagt ihr Männer, machen wir den Jahresrückblick jetzt immer nachts oder müssen wir jetzt nächstes Mal wieder früh aufstehen? Okay, dann vielen Dank und wir wünschen euch ein erfolgreiches, aktivistisches Jahr. Wir werden versuchen, das auch so zu machen. Vielen Dank. Ist das alles? Ja, ihr seid müde, ich weiß, wir alle sind müde. Denkt bitte noch daran, nehmt den Müll mit, klappt die Stühle wieder hoch, wenn ihr sie umgeklappt habt, zu einem Tisch. Und nehmt auch bitte die Flaschen von den anderen mit. Draußen sind Flaschen-Drop-Points, damit die ganzen Engel nicht für euch den Müll hinterhertragen müssen. Schönen Abend.